Also dann begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer ersten Masterclass. Das ist wunderbar, sehr schön. Wir freuen uns, dieses neue Format starten zu können. Die Idee dahinter ist eben zu sagen, okay, alle, die den Sommelierkurs bei uns gemacht haben, sollen die Möglichkeit haben, weiter zu trainieren, weiter dran zu bleiben, sich weiter zu informieren. Und wir wollen dafür eben im Jahr ungefähr so 3, 4, 5 Masterclasses anbieten, die jetzt am Anfang, also heute haben wir ja praktisch so ein bisschen ein Potpourri, wo wir einfach sagen, okay, wir laden einfach 3 Meister oder 4 sogar zu uns ein, die einfach auch ein bisschen erzählen und wo wir uns ein bisschen über die Biere und über ihre Brauereien und so weiter unterhalten können. Dann geht es ja weiter mit nochmal einem intensiven Ausflug nach Belgien, wo wir uns die Trappistenklöster anschauen, die wir im Kurs eben nicht so angucken konnten, inklusive der Biere. Und schauen dann auch nochmal richtig intensiv nach Amerika mit dem Ron Smith zusammen, was sicherlich auch spannend wird. Für nächstes Jahr haben wir uns dann schon überlegt, zu machen rund um das Thema, wie bin ich denn dann selbstständig, wie vermarkte ich denn das Thema, wie komme ich da mit dem Thema Bier eben voran, wie kann ich einsteigen und auch zum Beispiel ein Modul zum Thema Präsentation in der Gastronomie und so weiter. Aber da kriegt ihr dann noch Informationen, wenn es soweit ist. Wichtig ist vielleicht noch, die Masterclass ist ein Format, das vom Mitmachen lebt. Also das bedeutet, wie ich schon geschrieben habe in der Mail, dass wir uns freuen würden, wenn ihr einfach natürlich Fragen stellt. Das ist ja gerade das Gute. Es gibt keine blöden Fragen oder so. Ihr könnt wirklich alles loswerden. Und wir können auch gerne in die Tiefe gehen. Dafür sind die Gäste ja auch da. Und freuen sich auch, wenn wir die Bierchen mit euch trinken und auch darüber ein bisschen sprechen. So, jetzt ist, glaube ich, der Vorrede genug. Also von meiner Seite schon mal Hallo an den Stefan Mützel aus Marktheidenfeld, der jetzt hier gerade winkt in seinem blauen Himmel. Und natürlich an den lieben Werner Schugraf, der in München nicht minder winkt aus seinem Sudhaushimmel. Und dann würde ich sogar sagen, ich übergebe einfach mal an den Holger mit seinem Gast. Und ihr wisst ja, da geht es um den Hopfenhacker. Entsprechend sollt ihr auch die Biere dazu haben. Ja. Holger, hiermit übergeht das Wort. Wunderbar, also auch von meiner Seite herzlich willkommen und guten Abend. Werner, du siehst, wir kriegen es einfach nicht hin. Ne? Also der Mann der Männer heißt nicht Schugraf, sondern Schugraf. Aber das kennen wir ja schon vom Podcast, da haben wir es auch schon falsch gemacht. Ich sage vielleicht auch 2, 3 einleitende Worte. Wir hatten ja die Aufgabe oder haben uns die selber auch gegeben, dass wir gesagt haben, komm, wir suchen uns Menschen aus, die wir verehren und spannend finden und die Produkte einzigartig sind. Und da ist dann natürlich immer, also ganz schwierig, also da jemanden auszuwählen. Und für mich war das dann irgendwann doch ganz eindeutig, dass ich gedacht habe, Mensch, bleib doch hier und stell Hopfenhacker vor und der Werner hat sich dann auch sofort bereit erklärt, dafür vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist so eine regionale Marke, die vielleicht auch nicht jeder von euch kennt. Das macht es vielleicht auch spannend und so wie der Markus auch schon gesagt hat, löchert uns. Ja, also der Werner hat sich ein Bier ausgesucht und ich habe mir ein Bier ausgesucht. Und darüber reden wir jetzt. Ja, also und wenn ihr jetzt also wissen wollt, was Kill Bill mit einem Witbier zu tun hat, ja, also das erklärt sich ja nicht sofort von selbst, dann wird der Werner das gleich tun. Aber Werner, vielleicht stellst du dich selber vor, sagst was zur Marke, zum Umbruch, der gerade auch stattfindet und dann steigen wir auch in die Biere ein und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Also die erste, den Namen hast du ja schon gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber auch die Brauerei ist ja nicht regional, wir sind ja sehr, sehr lokal. Also bisher waren wir ja so eigentlich eingenordet in München-Haidhausen. Das heißt noch nicht einmal, dass wir im Norden von München uns kennen. Also wir sind klein. Wir werden auch vermutlich nicht sehr viel größer werden, aber das passt ja schon mal. Wir haben ja zumindest schon mal einen Online-Shop. Das ist ja schon mal was, um eine Verbreitung auch außerhalb Münchens zu bewerkstelligen, ist ja schon mal ganz gut. Also, wer sind wir? Wer bin ich? Nicht mehr ganz junger Jungunternehmer. Wir haben 2014 mit einem äußeren Anstoß zu brauen angefangen, weil, ja,
ich bin Brauer, also gelernter Brauer und Weinstephaner und habe einen Freund gehabt, der in der Gastro, der dieses Thema eigentlich weiterbringen wollte, der dann irgendwann einmal gesagt hat, nachdem wir es lange nicht gesehen haben, wollen wir nicht ein bisschen Bier miteinander machen? Dann habe ich gesagt, ja, das können wir machen, weil ich habe gerade ein Unternehmen, eine Firma gegründet, die sich mit Gesundheitsprodukten beschäftigt, also Milchsäurefermentation und so weiter. Also es gibt eine gefließte Garage, es gibt einen Kochkessel und den Rest bauen wir uns. Das haben wir dann 2014 gemacht. Mit steigender Nachfrage, ich muss nur etwas ergänzen, es kam noch ein Ami mit ins Boot, der Matt, der mittlerweile in Illinois seine Brauerei hat. Was heißt mittlerweile? Das ist, glaube ich, auch schon im fünften Jahr oder so. Und da haben halt unsere Biere, unseren Stil, das, was wir wollen, entwickelt. Amerikanische Einflüsse, deutsche Einflüsse. Wir haben uns ausgetauscht. Alles war sehr spannend. 100 Liter Maßstab in der Garage, so an die 60 Sude gemacht. Bis dann halt immer wieder die Frage kam, also das Haus mit der Garage steht in der Ortsmitte in Neuried. Verkauft ihr das Bier auch? Haben wir gesagt, nee, haben wir nicht. Wir haben nichts. Alles nach Berlin gegangen. Irgendwann kam es halt so weit, dass man sagt, man muss mehr machen. Man muss eine größere Menge machen. Ich habe dann mal ein bisschen fremd gebraut bei der Kamba. Und irgendwann wurde uns ein Gebäude angeboten in München-Haidhausen, also Zentrum, oder sollen wir sagen, eigentlich eine sehr tolle Gegend. Früher mal Weggegegend, heute sitzen dort alle Grünen, die was auf sich halten. Jung, dynamisch, Fahrradfahrer. Also pass mal genau hin. Das war dann auch ganz gut. Seit 2016 waren wir da und das Haus war von Haus aus ein Abrisshaus. Also wir hätten 2 bis 3 Jahre, hat es geheißen, bleiben wir da. Jetzt sind wir 5 Jahre drin geblieben. Und diese Woche eben endgültig dann unser Sudhaus auch rausgeholt. Und heute haben wir es dann eingekrannt in der neuen Location. Können wir noch, wenn es euch weiter interessiert, noch ein paar Fragen stellen, vielleicht mal ein bisschen zu unseren Bieren, zu unserer Philosophie. Craft, ja, natürlich, aber auch trinkbare Biere. Also auch das Thema, ich sage mal Craft, Kalthopfen, Dryhopping, wie auch immer, auch am Normalpublikum rüberbringen, kommt auch so ein bisschen aus dem eigenen Alter raus. Wir werden jetzt keine 25-Jährigen so hinterm Ofen vorholen, aber bei uns sind halt auch ganz normale Biertrinker in der Rente, vor der Rente oder auch ein bisschen jünger natürlich, die einfach sagen, wow, so kann Bier auch schmecken. Also ein helles, kalt gehopft, einfach mit amerikanischen, mit deutschen, das ist ein bisschen so, hat sich so rauskristallisiert, ein Drittel deutsch, zwei Drittel Ami, dann kommt noch ein bisschen was anderes dazu. Und da haben wir unsere Palette von den klassischen Bieren, die es in München eigentlich gibt, hell-weiß-rot. Und dann schon die Craftigeren mit einem IP, mit einem Belgisch Wit, eben mit einem Imperial Red Ale und unser schwarzer starker Junge, der Smoky Stan, ein bisschen geräuchert und ordentlich schwarz und dunkel. Und seit jetzt auch schon 1,5 Jahren, denke ich mal, auch ein alkoholfreies. Gescheit gehofft. Ordentlich spannend. Kommt ganz gut an. Ja, Werner, danke schön. Also, der Werner hat ja schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Hat jemand schon eine Frage? Ihr wollt vielleicht alle auch schon probieren. Mich würde interessieren, wie viel Hektar jetzt das aktuelle Sudhaus hat. Also, wie groß die Bauanlage ist. Das aktuelle ist dasselbe wie vorher, es ist ein 10 Hektar Sudhaus. Okay. Und jetzt. Die Flaschenabfüllung habt ihr auch alles selber oder ist es Fremdabfüllung? Ja, wir sind da Vollfuzis, wir machen alles selber. Also wir hatten bisher einen einstelligen Füller, so 120 Flaschen, was wir gemacht haben von Werk 2. Den habe ich schon vor der richtigen Brauerei, also von vor 2016 in der Kühlzelle gehabt. Jetzt haben wir damit unsere Biere gemacht, alles. Also wir machen so 500 Hektar im Jahr. Fast nur Flasche, ja, also mindestens 80% Flasche. Und im März ist er gekommen, letzten Jahr, November ist es auch schon wieder her, habe ich durch Zufall in Italien einen vierstelligen Füller mit Rinser und Verschließer gesehen, gebraucht, fast ungebraucht. Der steht jetzt unten und wartet auf Inbetriebnahme, aber das
Wir füllen noch mit dem anderen. Genau. Es wird professionalisiert. Okay. Ich beschreibe auch vielleicht nochmal die Situation, dass ihr euch das so vorstellen könnt. Also so hinterm Ostbahnhof, ne, da ist eigentlich also schon ein bisschen Szeneviertel, auch in der Nähe vom Tepphaus. Also Tepphaus ist auch nicht so weit weg. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und da müsst ihr euch vorstellen, dann so eine richtig schöne Münchner Innenstadt, Lage und Straße. Und da ist dann halt ein Haus, das eben abgerissen werden soll. Da geht er dann durch so einen Torbogen. Der ist dann so, wie das eben im 20. Jahrhundert und auch vorher noch gewesen ist, dass eben die Lieferanten dann durchs Tor in den Innenhof kamen. Im Innenhof waren dann Handwerker oft und so. Und in so einem Innenhof ist der Werner halt mit der Brauerei. Und der Werner ist Anlagenbauer, ne? Also der ist jemand, der sich auskennt, also einfach mit gebrauchten Sachen und die dann selber kombiniert und sich das alles selber erarbeitet hat. Und was mir besonders gut an den Bieren gefällt, das hat er auch ganz kurz angesprochen, dass eben auch normale Biertrinker da sind. Und das ist ja immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Also auf der einen Seite willst du ein spannendes Bier produzieren und auf der anderen Seite soll es auch jeder saufen können, ja? So, und das ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Und ich bin der Meinung, dass das also in der kompletten Range, so wie der Werner das umgesetzt hat, ist das ganz selten zu finden. Also die meisten machen normale Biere und was Besonderes. Und der Werner macht nur Besonderes und das können auch normale trinken. Und das ist, finde ich, ganz besonders. Aber wir können auch jetzt mal probieren. Also, wobei der Patrick noch die Hand hebt. Ah ja, okay, das habe ich gar nicht gesehen, Entschuldigung. Kein Problem, nur ganz kurz. Hallo Werner, vielen Dank. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, wenn wir schon bei München sind und es wird ja jetzt dann auch über Craft gesprochen und da haben wir ja mittlerweile auch zwei Pendants, die in Dosen zum Beispiel abfüllen, True Brew, auch mit einem schönen Gastropub und die Munich Brew Mafia, die ja jetzt auch anfängt in Dosen abzufüllen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr da Flaschenkinder und weiterhin Flaschenkinder oder habt ihr auch vor, irgendwann auch mal zur Dose zu greifen? Also ich habe es ja vorher gesagt, wir haben mit dem Ami zusammen die Biere entwickelt und der war absolute nur Dose, es geht nur Dose. Bei uns ist ja immer Dose so ein Thema, was ich immer noch bei uns wird eine Dose mit Billigbier, zumindest in der breiten Masse, einfach verankert. Technologisch toll alles. Mittlerweile, klar, du hast die zwei Beispiele gesagt, es gibt ja sehr viel mehr, aber also ich kann mich nicht damit anfreunden, ich bin Flaschenkind, das wäre die Antwort drauf. Ja, wir werden da auch bleiben, vielleicht machen wir auch mal eine Sondergeschichte, ich meine, den Dosenfüller, der Dario, also Brewmafia, der kommt ja ins Haus, kann ja sein, dass mich sich sowas mal abfüllen lässt, dann praktisch eine Sonderserie, aber na, ich bin mit der Flasche, also wir haben ja jetzt auf die Homepage schaust oder so, die 05er, also unsere normalen Biere ist die normale Euroflasche, die bei uns Augustinerflasche auch genannt. Und ansonsten die Crafts ist halt die klassische Longneck. Das habe ich Anlagenbau, ich war in den 90er Jahren, wo es in den USA losgegangen ist mit Craft, war ich halt viel drüben. Und da war das für mich klar, wenn man sowas machen will, dann muss man es in die Flasche tun. Und so stehe ich da dazu. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Sehr gut. Werner, jetzt, also ich habe dich ja gefragt, was ist dein absolutes Lieblingsbier? Und dann war ja klar, dass du eins von dir auswählst und ich habe es natürlich dir gleich getan. Aber du hast ja IP Brothers ausgewählt und ich Kill Bill. Und starte doch mal. Ich denke, wir können das alle aufmachen. Ich hoffe, jeder hat es auch schon. Vorsicht, sonst warten wir nochmal 2 Minuten, reden vielleicht auch über einen neuen Standort, die Forschungsbrauerei, können wir aber gleich welches machen. Welches denn, Holger? Welches sollen wir aufmachen? IP Brothers sollen wir aufmachen. Okay. Möchtest du mit IP nicht mit Kill Bill anfangen? Wie du willst. Wir können auch mit dem Kill Bill anfangen, so wie du möchtest. Ja, dann muss ich noch länger warten, weil ich habe hier in der Forschung kein Kill Bill mehr stehen. Der steht alles drüben in der Weißenburger. Ja, also dann fangen wir doch mal mit dem IP Brothers an. Fangen wir mit dem IP an, okay.
Also ich denke, die Reihenfolge ist heute reine Theorie. Okay. Dann ist gut. Jetzt habe ich ja gerade schon von der Forschungsbrauerei gesprochen. Das bedeutet, es gibt einen neuen Standort. Also es wird eben aus Haidhausen ausgezogen. Aber jetzt erstmal zum Bier und dann gehen wir darauf nochmal zurück, weil das finde ich auch nochmal spannend. Also Bier. Jeder Craftler braucht der India Pale, ist logisch. Normalerweise ist ein obergäriges, ein Ale. Meine Philosophie, ich mache es untergärig mit einer Lagerhefe, zwar mit einer Trockenhefe, die auch schon wieder nicht ganz so untergärig ist wie jetzt eine Flüssighefe. Die bringt schon auch ein paar Aromanoten mit, die eine normale 34-70er Flüssige nicht hat. Aber ich denke, alles in allem macht die 65 Bittereinheiten des Biers sehr viel verträglicher, sehr viel runder. Packt den Hopfen besser ein und da, ja, tolles Wort, Drinkability. Also auch da, es soll, wenn jemand das Bier trinkt, dann soll er nach dem dritten sagen, jetzt möchte ich aber noch eins. Das wäre eigentlich die Vorstellung. Und das hat man ja oftmals bei extremen IPs dann nicht so, dass halt, dann sind es zwar die Freaks, die sagen, hey, toll, alles gut, bin ich auch dabei, da mache ich auch mit, aber ich will ja immer ein paar andere Leute auch hinführen an das Thema und nicht verschrecken. Das ist so Philosophie von dem Bier, sehr hell, lange gelagert eigentlich, wie alle unsere Biere, also das ist ein IP unter 10 Wochen, kommt eigentlich nicht aus dem Lagerkeller. Man sieht es, es ist klar, ist aber unfiltriert. Wir haben keinen Filter, aber wir schauen bis auf die Hanfblüte, also bis auch auf Kill Bill, das darf ruhig eine leichte Trübung aufweisen, aber die anderen Biere sollen einfach klar sein, damit man diese Hefe-Geschmäcker, die eigentlich nur den feinen Hopfen übertünchen, damit man die draußen hat. Wäre so meine Idee. Also Prost. Zum Wohl. Prost. Also wie der Werner es gerade beschrieben hat, ne, habe ich, also so meine ich das halt auch, ne? Mit diesem Ritt auf der Rasierklinge. Also für mich ist der fruchtige Nachtrunk ist unglaublich toll. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Nichts mehr. Nee, die sind ja so begeistert, die können gar nichts mehr sagen. Erste Bier umgehauen, vorbei. Der Paddy hebt schon die Hand. Ja, also der erste Eindruck vor allen Dingen hinten heraus, Holger sagt es schon so fruchtig, aber ich habe auch eine richtig schöne, kräftige, trocken werdende Bittere hinten raus. Also macht richtig Spaß, vor allen Dingen auch schon in der Nase, so, weiß nicht, Maracuja so ein bisschen, Orange vielleicht, und aber auch sehr, sehr gut trinkbar immer noch. Nicht zu überladen, irgendwie bitter oder so. Ja, gefällt mir gut. Also hier in der Stadt, ne, also ist es ja so, dass die Craft-Beer-Szene relativ klein ist. Also das ist nicht so wie in Berlin oder Hamburg, dass also jeder meint, er müsste da drauf springen und so, sondern hier trinkt jeder halt seinen August und fertig, ja. Und wenn ihr jetzt dann hier jemand von der Straße reinholst und sagst, komm, magst mal ein Bier und machst mal was anderes und du servierst dem so ein krasses IPA, dann haut der halt eine runter. Also der haut ja wirklich eine runter und denkt, ah, mein Gott, also Preußen haben wir eh nicht gebraucht hier und jetzt bringen die auch noch sowas hier in die Stadt, ja. Und bei dem Bier ist es doch so, dass man denkt, Mensch, okay, total ungewöhnlich, aber er haut dir keine runter. Ne? Und wenn du jetzt ganz viel Glück hast, sagt er sogar, ist spannend irgendwie. Ja, so. Und vielleicht sollten wir auch noch was zu den Etiketten sagen, weil da sind ja so richtige Bazis abgebildet. So, ja, also so böse Musiker-Bazis. Also auf jeden Fall mit Lederhosen. Aber barfuß. Ne? Also
Werner, erzähl doch mal was zu den Etiketten. Ja, also das war ja auch eine schwere Geburt, bis wir dann endlich den Weg gehabt haben, wo wir hinwollen. Das war schon von ganz Anfang 2014 bis 2016, dann bis wir wirklich richtig losgelegt haben. Und wie es halt dann so ist, es gibt einen Freund von einem Freund und der hat uns dann empfohlen oder hat uns mit dem Karl-Heinz Daxl, einem Münchner Künstler, zusammengebracht, der halt so Figuren macht, die ja durchaus immer wieder mal was mit Bier zu tun haben. Der Karl-Heinz ist ein Künstler, fertig. Hat ein paar Dinge, die er hatte, umgeändert, ein paar gemalt. Und bei den IP Brothers, das Bild, das hat er für Labras Banda gemalt. Und da war es dann schon mal recht spannend, eines Tages beim Hofverkauf. Also wir haben jetzt jahrelang immer zweimal in der Woche, Freitag und Samstag, Hofverkauf gehabt, wo man halt einfach die Tür aufsperrt, die Leute reinkommen, vielleicht auch einen Schluck vom Fass oder halt einfach Flaschen mitnimmt. Und da kam einer rein, barfuß, hat IP getrunken, hat noch eins getrunken und dann hat er gesagt, weißt schon, wer da drauf ist? Habe ich gesagt, ja, Labras Banda. Da sagt er, und da ganz rechts außen, das bin ich, der Rothaarige da. Ja, und dann ist er wieder weiter marschiert. Ja, also Kunst mit realem Hintergrund. Ja, wie geht es den anderen mit dem Bier? Ja, dann sage ich mal was. Also ähnlich wie dem Patrick, also wirklich schöner fruchtige Aromen, Orange kriege ich da ganz deutlich mit. Und ich finde auch den Abgang sehr, sehr trocken. Also das macht tatsächlich Lust auf die nächsten Schlücke. Deshalb will ich gar nicht so lange reden, sondern lieber gleich weiter trinken. Finde es aber durchaus gelungen, also sehr gelungen. Und kann mir vorstellen, dass da der Bayer, ich kenne die Bayern jetzt nicht so gut, aber dass er dann doch sagt, okay, davon kann ich ein paar vertragen. Also ich finde es gut. Also dann sage ich auch noch was dazu. Ihr wisst ja alle, ich bin jetzt kein so ein IPA-Fan und nicht so das ganz Hopfige, aber da könnt ihr mir echt vorstellen, dass es mehr davon wird. Das ist sehr lecker. Das ist doch was. Und Werner, also Edelbrand-Sommeliere, ja, also das, wenn sie sowas sagt, holla die Waldfee, ja, kann man sofort Customer-Uton draus machen. Ne? Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz hundertprozentig zu dem Bier und zum Thema, aber ich finde es immer spannend, wenn wir auch eine Bierverkostung bei uns in der Brauerei haben. Eine ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da waren 6 junge Frauen und ein junger Typ. Die Frauen haben alle gesagt, sie trinken kein Bier. Die sind danach alle aufgestanden und haben gesagt, also IP, okay, aber Smoky Stan ist unser Liebling. Also 3 davon, die normal kein Bier trinken. Ich fand es spannend. Das ist ja eigentlich das, was wir vorher gesagt haben. Einfach auch Leute, die sagen normal, nee, lass mich damit in Ruhe. Die dann auch sagen, okay, kann ich doch trinken, ist ja gar nicht so schlimm. Das ist bloß gar nicht so schlimm, das ist sehr lecker. Boah, jetzt, bayerisch ist ja nicht geschimpft, das glaubt nur. Komm, ich komme aus dem Allgäu, da sind wir Spezialisten drin. Ja. Magst du noch mal was zum neuen Standort sagen? Vielleicht? Neuer Standort, ja, spannend. Also wie schwieriger gesagt, Prozess auch, das zu finden und so. Spannend, weil wir ja wussten, wir müssen irgendwann raus. Zeitgleich hat meine andere Firma ja auch Platz nötig gehabt. Also wir haben einen Produktionsort so halbherzig gesucht. Und zu Anfang 2019 wurden wir angesprochen vom Inhaber von der Forschungsbrauerei, ob man sich nicht vorstellen könnte, etwas miteinander zu machen. Weil hier gab es ja einen Brauer, der da drauf war. Und dem ist Ende 2018 das Sudhaus kaputt gegangen. 20 Hektoliter von 2000 und von nicht 2000, sondern von 1936, das Sudhaus. Vielleicht nochmal vorneweg, die Forschungsbrauerei gegründet 1930
Und das, was man jetzt sieht, das ist eben der zweite Bau, weil 1930, das, was dort gebaut wurde, war dann 36 schon wieder zu klein und haben sie verdoppelt und eben dieses Sudhaus mit 20 Hektoliter installiert. Und das ist dann im Oktober 2018 eben kaputt gegangen. Man hat uns angesprochen und haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Natürlich nur, wenn beide Firmen dort unterkommen. Und dann macht man was miteinander, mit dem anderen Brauer und toll wird's. Und wir stellen unser Equipment rein und einmal braut der eine drauf und das nächste Mal der andere. Das hat sich dann im Laufe des Jahres 2020, Ende, also vor einem Jahr sowas, dann so rausgestellt, dass der andere Brauer keine Lust mehr hat und sein Bier halt brauen lässt. Somit sind wir jetzt hier alleine, ich alleine mit den beiden Firmen, was toll ist. Und ja, man muss sagen, es ist eine tolle Atmosphäre. Also es ist am Stadtrand, noch in Altperlach nennt man das ja, Unterhachinger Straße. Also man fährt da Richtung Süden raus aus der Stadt. Es sind altehrwürdige Räume, 1936 eben, die wir relativ entkernt haben, neu aufgebaut. Und ja, es ist eine Brauerei. Also das, was vorher war, das war eine Backstube, wo ich mein Sudhaus reingestellt habe. Jetzt haben wir eine Brauerei tatsächlich. Und wir werden auch hier wieder unseren Hofverkauf so ein bisschen machen. Wir haben Biere am Hahn für den... Es gibt eine Gastro direkt dabei, sehr, sehr klassisch bayerisch, konservativ, einen tollen Biergarten. Für die machen wir weiß und hell, auch ganz klassisch bayerisch, ohne Kalttopfung, ohne Schnickschnack, aber ich glaube trotzdem gut. Und dann gibt es noch zwei Biere von unserem Hahn und der zweite Brauer bringt auch immer noch zwei Biere mit her. Also wir haben da buntes Durcheinander. Ich habe euch ja mal einen Link jetzt gerade geschickt und da ist so ein Zitat von dem Gründer der Brauerei. Und der schreibt, auf das Urteil eines unbefangenen Biertrinkers, der das Bier bezahlen muss, ist großer Wert zu legen. Jawohl. Flo, du hast eine Frage. Ja, und zwar aber eine Prozessfrage zum Bier. Dadurch, dass da jetzt mit einer untergärigen Hefe gearbeitet wird und der damit verbundenen niedrigen Gärtemperatur bezüglich Kalttopfung bei den Ales, zumindest was ich so am neuesten Stand der Forschung da kenne, macht man das in der Regel bei 15 Grad. Stopft ihr dann bei den niedrigen Gärtemperaturen oder wird es mit einer Diacetylrast verbunden und ihr seid dann da auch ein bisschen höher oder ist es geheim? Jetzt geht es ja richtig ans Eingemachte. Also ich habe da ein bisschen anders verfahren. Tatsächlich, also wir kommen auch mal über die 15 Grad. Es ist so und ich habe in der Zeit, wo wir noch versucht, ausprobiert haben, ja, in der Garage, da haben wir immer nur im Gärkeller gestopft. Bringt ein relativ gutes Aroma, so wie du sagst, eher mal 15 Grad, ja. Und man kann die untergärige Hefe ja auch mal hochlassen. Das ist ja nicht so. Muss halt nur am Anfang aufpassen. Richtig, ja. Und das hab ich eigentlich immer so gemacht und wir haben dann in Fässer abgefüllt und da karbonisiert und gut war es. Mit dem Start der richtigen Brauerei praktisch hat sich das Bier verändert und ich bin dazu übergegangen, im Gärkeller und im Lagerkeller zu stopfen. Also ich habe die wärmere Seite und die kalte Seite und das merkt man deutlich, dass man auf der kalten Seite einfach mehr Grasigkeit, grüne Frische rüberkriegt und beim anderen mehr die orientalischen Aromen. Und die Kombination, ich meine, es gibt ja jetzt viele Double Dry Hopped Biere, ist mir mal aufgefallen, ich mache alle, also auch Selle mache ich auch Double Dry Hopped. Muss man es nur noch auf die Flasche schreiben. Ja, es ist halt so. Ja, alles klar, danke. Bitte. Sollen wir mal zum nächsten Bier gehen? Da lacht der Tim. Das findest du natürlich wieder gut. Naja. Also das ist jetzt mein Lieblingsbier. Das ist eben so ein Witbier, Kill Bill. Ja? Ich mach's mal auf.
Also für mich ist es immer wieder eine Freude, weil das so ein echtes Feierabendbier ist. Also das ist ja eigentlich meine Bierkultur, da komme ich ja her. Also aus dem Ruhrgebiet, und wenn die Schicht vorbei ist und dann geht man in eine Kneipe und stellt sich da hin und betrinkt sich nicht, sondern trinkt 1-2 Bier. Und da bin ich ja immer auf der Suche. Also wo finde ich jetzt Biere, die so richtig schöne Feierabendbiere sind? Und das Kill Bill ist so ein Bier, wo ich einfach sage, Mensch, so möchte ich meinen Abend einleiten. Ja, also so möchte ich gern, also Meinhard würde jetzt wahrscheinlich dann draußen am Grill stehen, weil der grillt ja 24-7, der Typ. Sieht man ja auch ein bisschen. und dazu würde jetzt auch dieses Bier unheimlich gut passen, oder Meinhard? Du bist gerade noch stumm, Meinhard. Ja, ihm hat die Sprache vollgeschlagen. Also zum Grillen Fleisch, ich habe in den Anfangszeiten, wo wir das Bier gemacht haben, war es irgendwann mal Ostern. Ja? Und Ostern gibt es ja traditionell Lamm. Und da kommt die Familie zusammen. Und mein Schwiegervater ist nicht mehr der Jüngste, mittlerweile ist er 86, aber komplett aufgeschlossen für die Biere. Also ist ein Münchner, geboren in Neuried, also 500 Meter von München weg. Aber komplett aufgeschlossen. Und ich habe mir gedacht, da machen wir eine schöne bierbegleitende, zum Essen Bierbegleitung praktisch. Nee, hat er gesagt, er will sein Rotwein zum Lamm. Okay, habe ich akzeptiert. Dann habe ich mit dem Kill Bill angefangen zum schönen Lammbraten und ich bin gar nicht mehr weitergegangen. Das passt so gut, die Leichtigkeit, die Fruchtigkeit zu dem intensiven Fleisch. Man hat gar nichts mehr anders gebraucht. Also wesentlich besser wie der Rotwein für mich jetzt. Und ja, das war so ein Aha-Erlebnis, weil du jetzt, Holger, gesagt hast, grillen und da wird es Kill Bill. Ja, hätte ich mir vorher von den Daten jetzt mal nicht gedacht. Also 4,5 Alkohol, 11 Stammwürze, sehr leicht, sehr hell. Würde ich eher sagen, das kommt unter die Räder beim schweren Fleisch. Aber nein, es balanciert das genau. Aber Männer, darf ich einfach nur mal, natürlich auch gehört mit Bier so in meine Spielgenre natürlich rein. Es ist schon ein Stück, wenn man jetzt so guckt, es ist schon ein Stück dunkler. Münchner Malz oder von der Farbe, als wenn man jetzt beispielsweise drüben in Belgien schaut. Oder ich bin mal gespannt, wir haben heute noch ein Witbier dabei, wie das sich sozusagen dann anstellt. Ja, das ist jetzt natürlich eine schwere Frage, weil ich habe meine Biere nicht alle im Kopf. Nee, ist ja nicht schlimm. Es hätte ja nur sein können, dass du sagst, ja, okay. Ja, nee, aber es ist Pale, es ist Weizen und da kommt noch ein bisschen was. Weil man merkt es auch von der Griffigkeit. Also ich finde es gut, also schön schlank, aber es ist halt schon ein Stückel anders als das, was man eben von den Witbieren kennt, oder? Ja, doch, es ist schon, der erste Sud, der hier in der Forschungsbrauerei laufen wird, wird Kill Bill sein. Okay. Und ich habe so ein bisschen die Idee, dass ich es noch etwas trockener hinbringen, eigentlich auch so wie die Belgier sind. Ja. Mhm. Das letzte war jetzt vielleicht auch gar nicht so 100% typisch, schwankt halt immer. Kann man machen, was man will, ja. Das ist auch ja. Nicht schlimm. Also das ist keine Kritik an deiner Interpretation. Ich finde es einfach nur interessant, ja, weil... War jetzt auch nicht so aufgefasst, gut. Absolut nicht. Es ist kein Münchner drin, ich habe kurz nachgeschaut. Ein bisschen Carapils, aber das war es dann auch schon. Okay. Also eigentlich alles hell. Mhm. Und das Bier ist so, also es ist nicht vom Flaschenfüllen oder so, dass es dann nachgedunkelt hätte oder so, das ist schon so. Das hat ein bisschen mehr Körper, ja. Mhm.
Also ich finde halt die Gewürze so unheimlich gut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Bier dann auch einem derben Stück Fleisch etwas entgegensetzt. Und ich habe das ja ganz bewusst auch so angeleitet, weil es genau so ist. Und das ist dann auch so ein Genießerbier, vielleicht dann wirklich zu einem Lammrücken oder so, der dann entsprechend mit Marinade noch bearbeitet ist und so. Aber also normalerweise mache ich das also wirklich nie, aber wenn du jetzt nur einfach Gäste hast, also da könnte ich mir dann sogar vorstellen, dass selbst ich es akzeptiere, dass jemand aus der Flasche trinkt, ja. Also und das ist dann auch wieder so, ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also wenn da einer sich richtig auseinandersetzt und in das Bier sich hineindenkt und diese Kreativität nachspürt, der hat was, also der kann da was nachspüren. Und derjenige, der jetzt einfach sagt, ey, also hast du gut gegrillt und Prost, ne? Der auch. Also der weiß eigentlich gar nicht, warum es ihm so gut schmeckt, aber das passiert einfach. Und das ist genau das, was ich meine. Aber du kannst ihn noch simpler abholen. Nimm beim nächsten Mal beim Einkauf, wenn du Kill Bill daheim hast, eine Rolle mit Flammkuchenteig mit. Einfach nur sauber beschmiert, ein bisschen Gemüse drauf und ein bisschen Speck und ein bisschen Käse oben drüber und dann das Bier dazu. Dann bist du ganz weit vorne und es ist ganz simpel. Da musst du kein Lamm garen oder so. Weil hast ja keinen Grill, du armer Hahn. Naja, das stimmt, in Schwabing habe ich das nicht, ja. Sag mal, natürlich, den Schwiegervater zu beeindrucken, das hat was. Also ja, das darf ich auch sagen. Also der Werner hat auch eine ganz tolle Frau an seiner Seite, die Andrea Stemmer. Das. Jetzt aber. Also ja, ohne, Werner, das muss doch gesagt werden, also ohne die Andrea wird das auch alles nicht gehen. Ja, das ist gut, dass du das sagst, also das haben wir ja jetzt auch wieder in der Vorbereitung gesehen, weil es halt einfach so ist, ich stehe drin, also ich habe früher ja Brauereianlagen gebaut, habe Vertrieb gemacht, ich weiß, was da zu sagen ist und zu machen ist, aber wenn du produzierst und dann am Abend noch umschalten musst oder am Nachmittag oder noch Leute anrufen musst und Vertrieb machst, nee, das hat sie sich jetzt zur Aufgabe gemacht und das zu organisieren, den Vertrieb zu machen und das, das ist Gold wert. Und ansonsten, ja, nein, die Andrea, klar. sonst hätte ich sie ja nicht. Ja, vielleicht mal eine Frage an die Runde. Inwieweit seht ihr das denn als Witbier? Seht ihr Unterschiede zu denen, die ihr kennt? Wie geht es euch damit? Traut euch. Peter, Flo. Also ich meine allein von der Erscheinungsform, also bei Witbier denke ich halt als erstes an Hugarten. Das ist natürlich hazy, unter anderem wegen unvermelzten Weizen. Und auch, ich denke, das schlägt sich auch im Mundgefühl ein bisschen nieder, dass das hier ein bisschen anders rüberkommt. Witbier kenne ich cremiger, auch wiederum wegen der anderen Malzschüttung. Aber wie es der Holger am Anfang gesagt hat, so als Feierabendbier, finde ich das einfacher zu trinken als die Witz, die ich sonst so kenne. Gewürze und so weiter, also Orange durch und durch, also zestig, finde ich super. Ja. Ich finde es ein sehr interessantes Bier. Ich hatte vorhin einen Kichererbsen-Eintopf. Da hätte ich mir das gut vorstellen können dazu. Ja? Das wäre so die vegetarische Alternative zum Lamm gewesen. Ja. Die vegetarische Alternative zum Lamm. Ja? Wäre das dann der Kichererbsen-Eintopf, der war auch mit orientalen Gewürzen. Den Kreuzkümmel schmecke ich nicht raus. Den rieche ich nicht, dann schmecke ich nicht. Das finde ich merkwürdig. Also, aber sehr gute Drinkability. Ein bisschen anderes Witt. Also ich hätte es nicht als Witt erkannt, wenn ich es blind verkosten hätte, das muss ich schon sagen. Ja, also ich sag kurz drauf, es geht mir als Brauer genauso, also die Hefe ist eine Witthefe, aber es ist nicht 100% in dem klassischen Wittbierstil. Einfach nochmal. Das heißt ja auch Kill Bill. Es heißt auch Kill Bill, ja, es ist eine Interpretation von einem Belgisch-Witt.
Und Kreuzkümmel, ja, also ich hatte auch schon Sommeliers, die gesagt haben, sie können den Kreuzkümmel, sie mögen kein Kreuzkümmel, deswegen mögen sie das Bier auch nicht, aber ich habe es auch noch nicht geschafft, den rauszuschmecken. Aber ich bin ja kein Sommelier. Ja, das sind einfach nur vergessen bei dem Sud. Definitiv nicht. Okay, der Patty hebt noch die Hand. Ja, jetzt nur noch mal kurz zum Namen Kill Bill. Ich glaube, man sieht es da hinten. Da hängt ein Plakat von Pulp Fiction. Und wenn ich dann an Kill Bill denke, dann denke ich an Quentin Tarantino. Wird ja vielleicht auch da so ein bisschen die Hommage sein. Aber mit dem Witt zusammen, vielleicht dazu kurz? Ja, das ist, ist natürlich schon eine... Also, wir hatten ein Bild. Der Künstler hatte ein Bild. Und dann kam so in der Runde, das ist Kill Bill. Die hat ein Schwert in der Hand, also seht ihr am Ding, das ist Kill Bill. Ja, und dann müsstest du natürlich als Craftler ein Bier machen, was dich umbringt. Ja, also irgendwas mit 10 Alkohol oder sonst was. Meine Idee war eben, das Belgisch Witt mit der Frau zu kombinieren. Jetzt passt es vielleicht nicht ganz zusammen, aber wir haben da ganz spannende Geschichte. Es ist ja, wir sind ja hier in Bayern. Wir haben ja unser sogenanntes Reinheitsgebot, was vollkommener Blödsinn ist, also Biergesetz. Wir sind ja ganz streng. Wir dürfen ja gar nichts reintun. Und wir hatten ja kurz, nachdem wir aufgemacht haben, sofort die Behörde im Haus und nicht nur den Sachbearbeiter, sondern auch gleich seine Chefin dazu. Und kurz danach ist einer gekommen und hat gesagt, ihr dürft nicht Hacker, Hopfenhacker heißen. Wir haben ja früher Hopfenhacker geheißen, sondern Hopfenhacker. Also das, sage ich, war ein bisschen gelenkt, dass die sofort zu uns kommen und da mal nachschauen. Spannend auch, damals haben wir gerade die Kühlzelle frisch gebaut, wo dann die Lagertanks rein sollten. Habe es aber da noch, weil die noch nicht fertig war, als Fertiglagerbier genutzt. Und wusste schon, also die haben sich angekündigt, die waren schon mal da und dann haben wir einen Termin ausgemacht und habe meine zwei Biere, die nicht nach dem Biergesetz sind, ganz hinten reingestellt. Es war kein Licht drin. Die haben eine halbe Stunde gesucht, bis sie die Biere gefunden haben. Also sie sind zielgerichtet gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, Kill Bill wäre ja vielleicht doch eine Möglichkeit, das Reinheitsgebot, also unsere strenge, bescheuerte Auslegung davon, zu killen. Und das ist so. Leider haben sie sich nicht darauf eingelassen, also wir haben 3 Jahre hin und her geschrieben. Wir haben einen befreundeten Anwalt, was heißt befreundet, ja, der ist mal zu uns gekommen und hat gesagt, wenn es ein Problem kriegt, dann ruft es mich an. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr habe ich angerufen und gesagt, wir haben ein Problem. Dann hat er sich darum gekümmert in 4, 5 Instanzen und dann haben die in der Verwaltung einfach gesagt, nee, macht's weiter. Ist wurscht, macht's weiter. Weil sie wollen kein Problem, weil politisch wird es ja nicht durchgezogen. Und von dem her hätte Kill Bill die Chance gehabt, das Reinheitsgebot zu killen, aber ist leider nicht durchgekommen. Also das wäre ein scharfes Schwert gewesen. Also ein kleines Sensationsbier, was wir da trinken. So ein bisschen. Haarscharf. Ja, sehr gut. Also ich denke, jetzt haben wir, ich weiß, also für uns ist das jetzt auch das erste Mal, aber jetzt ist schon 18.45 Uhr. Und ich glaube, ihr habt jetzt schon 2 spannende Biere kennengelernt und dazu auch noch einen unglaublich spannenden Typen und Brauer. Ich denke, wir können noch, also einfach weitergehen, oder? Also Markus, du bist der Moderator, aber ich würde jetzt sagen, war insgesamt für mich jetzt eine runde Geschichte. Vielen Dank, Werner, an dich. Und ich habe das ja mit der Andrea schon vereinbart, dass du dich auch verabschieden darfst und musst, weil es ja Arbeit gibt ohne Ende, jetzt auch mit dem neuen Standort. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen, jetzt mal so die erste Sequenz. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht und Werner, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, auch in dieser Situation jetzt. Wirklich ganz großartig, ja.
Dankeschön. Danke vielmals für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich klinke mich aus. Euch noch viel Spaß. Und ich gehe noch ein bisschen Fässer rücken. Sehr gut. Perfekt. Dann viel Spaß dabei. Vielen Dank. Danke. Ja, Markus, dann gebe ich jetzt wieder zurück an dich. Genau, jetzt ist die große Frage, brauchen wir eine Pause? Ich gucke gerade mal in die Runde. Es wird allgemein Kopf geschüttelt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter. Der Meinhard hatte heute noch nicht sehr viel sagen können. Das kann sich jetzt ändern. Also du kannst gerne übernehmen und dann noch ein paar Takte von deiner Seite aus sagen und dann auch gerne mit deinen Bierchen und Brauerchen los. Genau. Ja, ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe ein bisschen was Folientechnisches beizutragen. Moment, da will wieder mein neuer Computer irgendwelche Freigaben, wie immer. So, und jetzt machen wir Freigabe hier. Genau. Wir sehen die Referentenansicht, Meinhard. Ihr seht schon wieder die Referentenansicht. Okay, dann muss ich das ausschalten. Neue Freigabe stoppen. Okay, dann müssen wir das so machen. Freigeben, Desktop 2. Und so, jetzt seht ihr. Genau. Ich bin ja sozusagen im Rhein-Main-Gebiet beheimatet, da so links unten Mainz heute. Also ich pendel zwischen Rüsselsheim und hinter Mainz sozusagen. Und ich habe mir heute ein wirklich schönes Bier rausgesucht, weil es nagelneu ist sozusagen, weil ich die Jungs in Frankfurt richtig gut finde. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich finde Sauerbiere auch immer wieder spaßig und interessant. Ich kenne es selbst noch nicht, daher auch wirklich eine Premiere. Schön, dass die Bibliothek da so schnell agieren war. Also wer das nächste Mal in Frankfurt die A5 mal vorbeifährt, auf der linken Seite seht ihr dann die Bürostadt und linker Hand seht ihr nicht viel. Aber dann denkt dran, dort ist die kleine Brauerei Flügge beheimatet. Also jedes Mal, wenn man über den Main kommt, muss man da ein bisschen vielleicht in der nächsten Zeit grinsen. Das sind die zwei Protagonisten, Joachim Amrain und Dominik Pietsch, haben sich 2017 zur Brauerei Flügge zusammengesucht. Links seht ihr, das war eine alte Bäckerei, also so ein ähnliches Schicksal wie beim Werner. Die haben sie umgebaut, haben von Brevix sich sozusagen eine gescheite Anlage reingestellt und brauen dort anders sozusagen. Wollen eben andere Biere brauen, sind komplett dem Sauer- und Quäkwahn sozusagen verfallen. Haben es mit Vögeln, weil sie gerne wandern und so Hobby-Ornithologen sind. Daher dann auch das Flügge hier mal unten, die gesamte Auswahl, was es so gibt, noch nicht ganz aktuell, weil sie haben jetzt einen neuen Braupartner gefunden, der der Nachfrage gerecht wird und wir füllen seit etwa 4 Monaten auch ihre Brands in die Dose, was natürlich für den Export wesentlich einfacher und geschickter ist. Ja, ich würde einfach mal sagen, ran an die Bulette und mal aufgemacht und mal probiert. So. Also, Grapefruit-Püree ist drin, etwa 8% als Angabe. 3 Hopfen, die das Ganze sozusagen hier spannend nachbittern sozusagen. Und ja, man sieht's, das ist bissfest. Also, das ist richtig trüb. Wie riecht's? Nach Grapefruit-Schale. Aber richtig. Richtig brutal, ne? Schaum natürlich auch gigantisch fett. Und man traut sich gar nicht,
so direkt zu trinken. Ne? Ich sag mal Prost. Prost. Also wer eventuell die anderen zwei Fruchtsauer kennt, das ist Greg und das Phil, Maracuja und Johannisbeersauer, die auch mit Quäkhefen sozusagen vergoren sind. Warum jetzt hier keine Quäkhefe eingesetzt wurde, weiß ich nicht. Ich habe den Dominik auch nicht erreicht. Ich habe erst tituliert, dass der Wendelin keine Quäkhefen bei sich in der Brauerei will, bei Kühnkunst und Rosen, aber er hat die anderen zwei dort auch abgefüllt, also wird es dort auch Quäkhefen geben. Es muss irgendwie ein anderes Gründchen dahinter sein. So, erste Meinung zu dem Bier. Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich mag ja saure Biere, wie gesagt, als Berliner Weiße-Fan sowieso und Gose. Also ein absolutes Überraschungsbier. Ich finde, man hat in der Nase auch diesen leicht pfeffrigen Geruch. Und ich finde auch, wenn man es trinkt, merke ich auch so ein bisschen den Pfeffer. Auch überraschend angenehm. Also die Grapefruit dominiert nicht in der Bitternote. Mhm. Und wie gesagt, die Säure sehr schön eingebunden. Gefällt mir. Das ist ein tolles Bier. Also ich kann auch nachliefern, das ist Citra, Chinook und Simcoe, die hier quasi für die Bitterness sorgen und das Ganze so richtig wild machen. Ja, also ich sag mal so, jetzt so ein Spätsommer, heute war es hier 27 Grad, ungewöhnlich warm. Kann ich mir zu so einem Saletsche, wie man hier bei uns sagt, mit ein bisschen Handkäse, und so kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ein schönes Pairing-Bier, auch so zu den normalen Käse. Wie siehst du das dann, Holger? Also ich bin jemand, der ein absoluter Etikettenfan ist von denen. Also ich finde die Vögel unglaublich kreativ. Die sind ja sogar als Kunstwerke zu kaufen. Ja. Mir ist es zu abgefahren. Ehrlich gesagt, ist kein Feierabendbierchen. Ne? Also da muss man schon irgendwie, also da wäre jetzt schön, wenn du neben mir sitzen würdest und mir die Hand hältst. Okay, also ich fahre mal zum Wendelin und kaufe noch welche. Und wenn wir dann unsere Grillsession haben, dann unterspritze ich die Hähnchen mit diesem Bier und grill sie dir dann ganz zart ab. Und dann kriegst du dieses Bier dann sozusagen als Kopplung noch über das über den kleinen Goldbräuler dann. Also Hähnchen esse ich grundsätzlich nicht. Ach so. Also, auch kein Bio-Hähnchen? Nein, also wenn man Hahn mit Nachnamen heißt, das geht doch nicht. Ach, du bist ja wieder einer. Gut, wie sieht es bei den Damen aus? Sonja, Nicole? Also ich hab vom Geruch her, mich hat es total an Brause erinnert. Das erste Mal reinriechen in das Glas. Mhm. Und wie Holger sagt, kein Feierabendbier, aber ich finde es spannend. Also ich finde es tatsächlich sehr erfrischend. Kann mir das gut vorstellen, wenn es draußen echt so bockheiß ist. Aber es ist eben nichts, wo man jetzt einfach mal so schnell und... Es ist kein Feierabendbier, wie der Holger halt sagt, sondern es ist ein bisschen herausfordernd. Okay. Die Herren, Flo, Peter, Tim, Olaf, wie sieht es bei dir aus? Grapefruitig. Also ich finde es sehr interessant. Ich finde es ist für mich ein saurer, bitterer Smoothie. Hat wirklich Gutes, ist wirklich richtig trüb. Ich bin jetzt nicht der unbedingte Sauerbier-Fan, aber hier ist die Säure gut eingebunden. Das ist jetzt nicht so in Richtung belgische Sauerbiere oder auch in Richtung brutale Berliner Weiße Original, sondern eher so sehr gut eingebunden, vielleicht auch so ein bisschen sehr cremiges, schönes Mundgefühl. Also ich finde es interessant. Es wäre zum Essen, könnte ich es mir vorstellen, zu wirklich was Leichtem, Entschuldige Holger, zum Hähnchen schon irgendwie irgendwas oder Hühnerfrikassee oder so, wo eine leichte Zitroniennote oder Grapefruitnote zu passt. Aber es wäre jetzt auch nicht ein Bier, was ich zum Feierabend trinken würde, mehr als eins. Das sehe ich schon so. Also ich finde es hochinteressant, wirklich sehr gut gemacht. Und Etikettenfan bin ich übrigens auch. Holger, ich mag die Dosen und Flaschen von denen eigentlich auch sehr gern. Also die sind wirklich gut. Also ich muss sagen, es ist sehr gut getroffen,
aber ja, es ist, bisher hatte ich sowas noch nicht. Also muss ich zugeben, sehr schalig, also sehr, sehr zestig und sehr, ja, schon, als wenn man im Inneren der Grapefruit-Schale riecht. Ja, das stimmt. Aber lecker, doch. Nur eine Frage jetzt mal in die Runde, weil mich das interessiert, wenn ich es nicht vorgeben will, weil das ja auch jeder anders empfindet. Wie ist es mit der Balance? Findet das Bier eine Balance bei euch? Also mir ist die Balance ein bisschen zu bitter. Ja, also okay. Bitter, Grapefruit bitter. Ja, Bier bitterer ist was anderes. Das dürfte ein klein bisschen milder sein, dann wäre okay. Mhm. Aber okay. Sehr interessant. Interessant ist die Definition Feierabendbier, ja. Also ich kann mir das zum Feierabend nämlich schon vorstellen. Ich trinke es dann halt einfach sehr langsam dann, ja. Also das ist nichts, was runterläuft, ja. Das trinkst du wirklich sehr langsam und kannst dann Feierabend dann auch genießen. Ja, wie Flo halt schreibt, ich finde das auch, also ich finde, es findet bei mir zumindest heute eine Balance, weil eben auch nicht der Hopfen so loshämmert, also weil er wohl dosiert eingesetzt ist und das Ganze in sich auch ein Stückchen rund macht. Also ich glaube, ich würde es sofort nochmal trinken. Ja. Patti, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde es vor allen Dingen finde ich sehr rezent. Also die Kohlensäure macht dieses Saure, verteilt es ganz schön im Mundraum. Es belegt schon ziemlich, da habt ihr auch recht. Aber ich finde es dadurch, dass es halt eben so rezent ist auf der Zunge, ist es dann doch erfrischend und läuft dadurch wesentlich besser. Wenn man es jetzt wirklich langsam und nicht halt jetzt wirklich als Durstlöscher nimmt, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ja. Mhm. Markus, Käse-Pairing. Na, das kommt drauf an, wie es weitergeht, oder? Strapazieren will, ja, auch. Also ich glaube so, Also ich glaube, wenn man es stressen will, dann würde ich vielleicht so ein Munster oder sowas nehmen. Mhm. Also ein Käse, der schon selber auch einiges zu bieten hat. Das könnte aber insgesamt natürlich schon dann ein spannungsgeladener Kampf werden. Ich könnte mir auch vorstellen, mit einem Blauschimmel das mal auszuprobieren. Das weiß ich aber noch nicht. Das könnte gehen. Dann aber mit einem fetteren und reiferen, also genau. Mhm. Ja, alles andere wird schwierig. Also mit normalen Hartkäsen, glaube ich, müsste dem nicht beikommen. Nicht. Mhm. Und man könnte noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ein Manchego könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Einen älteren oder so. Mhm. Aber müsste man probieren. Das finde ich immer schwierig, wenn der Käse zu fest ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Bier. Und ich meine, es ist halt so, wenn man sowas dann im Tasting einsetzt, das wird immer polarisieren. Natürlich. Und auch Food Pairings werden da immer polarisieren. Da geht es dann wirklich eher um die Erfahrung und um das Erlebnis und weniger darum, dass man es jedem recht macht. Also das ist schon nicht ganz ohne. Aber spannend. Olaf, du hast noch eine Hand. Ich hab gerade mit dem Taleggio probiert. Das war nicht ganz so doll. Lacht vielleicht daran, weil ich so ein klein bisschen Feigensenf drauf hatte noch. Okay. Aber jetzt der Hinweis von Markus mit dem Blauschimmel. Ich habe so ein Sontagür hier. Mhm. Das passt ganz gut. Also doch, das harmonisiert, ja. Naja, also ich merke das jetzt auch mit der Kohlensäure, wie Patrick das gesagt hat. Also da ist so ein bisschen Druck aus dem Magen, kommt schon. Aber naja, mein Gott. Interessantes Bier, spannend, keine Ahnung, ob man das mal einsetzen wird. Ich fand es halt nur witzig, dass das verfügbar ist und habe gesagt, das setzen wir dann ein. Gut. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Also generell, die Flügge Brauerei macht einfach sehr spannende und interessante Ansätze und das könnt ihr euch einfach auch für euer künftiges Portfolio merken. Da das ein oder andere Bier im Köcher zu haben, ist nie verkehrt. Das Gute ist auch, die haben im Grunde eine relativ lange Haltbarkeit, weil da eh nicht mehr viel passieren kann. Genau. Also die kann man sich auch mal in den Keller stellen. Und insofern ist das schon eine schöne Geschichte. Also ich kann da auch Werbung machen. Ich habe da einen Sonderstatus. Also wer mal was braucht, der soll sich da einfach melden. Ja, okay. Kleiner Tipp von mir zur Flügge. Der Rufus, der Barley Wine, ja. Der ist wirklich sehr gut von denen. Und zum Grapefruit muss ich sagen, ich
finde jetzt das Johannisbeer besser ausbalanciert. Gefälliger. Ja, mir ist hier diese Kombi Sauerbier per se und dann noch mit einer Grapefruit kombiniert, das haut schon richtig rein. Also mir ist zu viel. Ich finde die Johannisbeere besser und Tipp Rufus. Ja. Bin ich großer Fan davon. Gut, danke schön. Gut, dann können wir eigentlich weitergehen. Ich kann dann hier jetzt den Tobias begrüßen, der an seinen zwei Kupferkesseln oder hinter den Kupferkesseln quasi schon winkt. An dieser Stelle natürlich noch nachträglich alles Gute, mein Lieber, zum Geburtstag. Tobias hatte gestern quasi Happy Beers Day feiern dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Genau, an dieser Happy Stelle erwähnenswert. wollen wir den Film zeigen von eurer Seed-Match-Geschichte? Ich habe ein paar schnelle Folien vorbereitet, damit wir zügig zum Bier kommen. Dann mach du. Ja, du hast mir ja gestern noch kurz, also erstmal Servus in die Runde. Ich bin der Tobias, ich versuche das jetzt auch mal mit diesem Bildschirm freigeben. Das ist wieder die Referentenansicht. Nö, passt. Passt? Ja, passt. Passt, sehr schön. Kurz zu mir. Wer ist denn hier und warum Bier? Weil meiner hat mir gestern gesagt, ja, mach doch noch 2-3 schnelle Folien. Ja gut, wir haben heute noch filtriert und ja, irgendwie habe ich es geschafft, noch 2-3 schnelle Folien zu machen. Ich bin Tobias Frank, 32, gebürtiger Rengsburger, momentan im Bayerischen Wald unterwegs. Mein erstes Brauerpraktikum war dabei Prösselbräu in Regensburg. Die wird der meiste nicht kennen. Das ist eine sehr kleine Brauerei nördlich von Regensburg, kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn man am Palmsonntag dahin fährt. Da haben die einen der größten Bockbieranstiche überhaupt. Je nachdem, wie der Palmsonntag da gelagert ist. Bei schönstem Wetter eine ehemalige Klosteranlage und dann schönen dunklen Doppelbock. Gibt es kaum schönere Sachen. 1-2 und der Tag gehört dir. Hab da meine Lehre zum Brauen und Melzer bei der Neumarkter Lamsbräu absolviert. Kennt der ein oder andere über die Biobiergeschichten, glutenfreie Sachen. Die Besonderheit ist, die haben noch eine eigene Melzerei, deswegen hat sich deswegen der Lehre sehr stark angeboten. Dann klassisches Diplom-Braumeisterstudium an der TU München. Und die letzte Stelle, bevor ich bei meiner aktuellen war, das schlägt quasi die Brücke zu Meinhards gerade eben vorgestellten Bier. Auf der Karte von Meinhard, wo die Flüge am Anfang drauf ist, wo Rüsselsheim drauf ist in Frankfurt, sieht man ganz rechts Seligenstadt. Da war ich vorher bei der Glabsbräu. Wenn jemand da in der Gegend ist und Flüge einkauft, am besten gleich zum Kollegen Julian Männer nach zur Glabsbräu fahren und auch mal ein bisschen ordentlich shoppen. Und seit Juli 2019 bin ich jetzt quasi produktionstechnische Leitung, Mädchen für alles, Hausmeister, Staplerfahrer und eben auch Braumeister von der Fichtacher Brauerei. Kurz zur Brauerei. Die ist, wir sagen immer so schön, ähnlich wie die Glabsbräu in Startup-Geschichte. Die ist 1553 gegründet worden. Die heißt hier in der Region auch, im Prinzip trinkt man hier 1553. Das Autokennzeichen 1553 ist auch fast immer vergeben. Die Brauerei wurde dann in den 20er Jahren als Gesellschaftsbrauerei umgemünzt quasi. Da haben sich 12 Wirte zusammengetan. Das hat mit der Inflation zu tun, mit der Weltwirtschaftskrise damals dann. Kurz danach, dass und den Wirren des Weltkrieges, dass diese Wirte quasi gesagt haben, okay, zur Sicherung übernehmen wir das Fichtacher Kommunenbrauhaus und brauen quasi für uns unser Bier. Da haben wir kein eigenes Wirtshaus, auch kein Bräustüberl, was der Meinhard auch mal sehr schade findet. Dafür haben wir den gut gehenden Abholmarkt. Und dann ist das so in den 80er, 90er Jahren sehr eingeschlafen. Da wurde dann auch nicht mehr sehr viel modernisiert und seit 2019 haben wir neue Gesellschafter bekommen, unter anderem meinen aktuellen Chef, auch einen guten Bekannten von Meinhard. Und seitdem versuchen wir, die ganze Brauerei wieder nach vorne zu ziehen. Wir haben viel mit den Etiketten gemacht und so weiter. Das würde jetzt auch alles ein bisschen zu weit führen. Was halt ganz klar ist, wir sind eine kleine Brauerei im Bayerischen Wald, in Bayerisch-Kanada, wie man so schön sagt. Und entgegen dem vorhergehenden Besitzer setzen wir halt komplett unsere Stärken ein. Das ist im Prinzip eine handwerkliche Herstellung mit offener Gärung. Klar ist unsere Hauptsorte helles Bier, aber die halt in einer sehr, sehr guten Qualität. Und setzen, und deswegen bin ich ja auch heute hier, zusätzlich zu unserem Hauptsortiment, machen wir noch ein paar Spezialbiere. Aber halt vor allem den Fokus darauf,
legen, dass das Genussmomente macht und nicht über den Preis irgendwie mal schnell 15 halbe ins Gesicht laufen. Genau, kurze Zahlen, damit die Fragen nachher nicht kommen. Wir machen momentan 10.000 Hektoliter Bier, 15 Mitarbeiter, davon 3 in der Produktion. Das ist meine Wenigkeit. Ein tschechischer Biersieder, der sehr lange im Hopfenhandel tätig war, und eine junge Brauerin. Wir machen aktuell 7 Standardsorten und ein Naturradler, 3 feste saisonale Spezialbiere, davon habt ihr 1 hoffentlich im Karton. Und immer mal wieder, was uns einfällt, da sage ich später noch was dazu. Und kleiner Funfact am Rande, wir sind wahrscheinlich die Brauerei mit dem größten Verhältnis an Brauereitattoos zu Hektolitern. Bevor wir so richtig durchgestartet sind, gab es schon ein paar Leute, die mit dem Brauerei-Logo tätowiert hatten. Seit wir jetzt eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, hat sich unser Chef auch unser Logo tätowieren lassen und dann haben es ihm gleich mal 7 Leute nachgetan und jetzt nochmal 5 andere. Gefühlt ist hier jeder zweite in Fichtach mit dem Brauerei-Logo tätowiert. Da brauchen wir auch ein paar Leute dazu. Das habe ich auf die Schnelle tatsächlich nicht gefunden, aber ist alles bei uns auf Facebook und auf dem Social Media. Sogar ein Video, wo das Bein vom Chef tätowiert wird. Ist ja klar. Und der Chef ist auch im Biertalk zu hören. Also den haben wir schon im Biertalk gehabt. Genau, zum Start. Und hat übrigens sehr von euch vorgeschwärmt. Ich weiß nicht, ob du den angehört hast. Ja, natürlich, ich bin großer Fan. Ich höre die fast alle. Ja, sehr gut. Ja. Und dann sind wir ja auch schon beim Bierchen. Weil ich das ja auch als Biertalk-Hörer immer sehr schön habe, dass dann irgendwann der Einwand kommt, ja, wollen wir denn nicht mal eins aufmachen? Genau. Deswegen wollte ich das jetzt nicht so lange haben. Ihr habt vor euch den weißen Regen. Das hat die ähnliche Bewandtnis, das fand ich ganz schön, wie beim Hopfenhacker. Wir sind ja in Bayern, im tiefsten Bayern. Und wir haben unter anderem den Fallbock im Frühjahr als unser Spezialbier in der kleinen 0,33 Euro. Die ihr jetzt auch habt, dann kommt im Winter der schwarze Regen. Das ist ein dunkler Doppelbock mit Zucker. Und da sind wir das erste Mal schon wieder am Reinheitsgebot vorbei. Deswegen heißt der schwarze Regen nach dem Fluss, der durch Fichtach fließt. Und dann habe ich einen netten Anruf, die Geschichte darf ich jetzt kurz dazu erzählen, vom Bayerischen Brauerbund bekommen. Es hätte sich doch jemand aus der Region bei ihm gemeldet und gefragt, wie denn das Bier deklariert sei. Also letztendlich hat irgendein Mitbewerber uns angeschwärzt. Ich bin froh, dass sie das beim Brauerbund gemacht haben und nicht wie beim Hopfenhacker wohl direkt beim Amt. Vom Amt war nämlich noch keiner da. Ich habe im Brauerbund ein sehr langes Gespräch geführt über Reinheitsgebot und so weiter. Da hat er gesagt, ja, das dürft ihr nicht und das könnt ihr nicht machen. Und ich so, ja, warum? Solange mich keiner verklagt, ist mir das eigentlich egal. Dann ging es darum, dass das Bier für den Sommer, also wir haben quasi noch ein drittes Spezialbier quasi frei gehabt und da durfte ich machen, was ich wollte. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, ja, ich würde gern was in die Richtung Witt machen. Hat er gesagt, ja, aber dann machen Sie es bitte richtig. Weil ich gesagt habe, ja, könnte man über die Hopfensorten lösen, könnte man reinheitsgebotskonform irgendwie hinmachen. Also, ja, aber nee, machen Sie es doch so, wie Sie wollen. Sag ich, okay, kein Problem. Und wenn jemand anruft, ja, dann ruft er an. Und bis zum heutigen Tag hat noch niemand angerufen, lustigerweise. Ich habe mich fest darauf eingestellt, dass der Brauerbund eine Woche nach Veröffentlichung von dem Bier wieder anruft. Aber anscheinend haben die sich auch gedacht, na, die machen eh, was die wollen. Lassen wir es mal in Ruhe. Das heißt, eine ähnliche Geschichte wie beim Hopfenhacker tatsächlich. Also das heißt, die halten alle den Deckel drauf, es gibt mal kurz auf die Finger, aber wenn es dann um Konsequenzen geht, sagen sie, ihr macht eh alle, was ihr wollt. Also ist ganz gut. Jetzt muss ich mir auch mal schnell was einschicken. Der sogenannte katholische Ansatz. Oh. Ja, genau. Und das Motto von dem Bier war so ein bisschen, warum Witt, wurde ich auch öfter gefragt. Meine Antwort ist dann immer, warum nicht? Das ist, wie gesagt, unser drittes saisonales Spezialbier. Die Inspiration ist in Belgisch Witt tatsächlich von einem Kollegen. Bloß, dass ich eine Weißbierhefe benutzt habe. Keine Witthefe. Das ist einfach dem geschuldet, ich habe Weißbierhefe da und jetzt extra Witthefe einkaufen und gucken, wie die läuft. Habe ich mir gedacht, machen wir es einfach mal mit unserer Weißbierhefe. Weil ich auch tatsächlich bei mir im Haushalt normale Orangenschalen sehr viele hatte, habe ich keine Bitterorangenschalen benutzt, sondern habe das Ganze etwas stärker gehopft, in dem Fall mit Katzbeck und dann über die Kalthopfung mit Mandarina ein bisschen nachgeholfen. Genau, dann sind wir dann schon wieder durch mit der Präsentation. Ich muss das jetzt bloß umstellen hier. Wie auch immer.
Rainer, kannst du mir kurz technisch helfen, wie ich aus der Bildschirmansicht rauskomme? Ja, unten gibt es die Bildschirmfrei. Genau, da warst du. Super. Der weiß. Passt. Ja, das ist jetzt mal kurz im Schnelldurchgang. Auch ein bisschen die Gedanken zu dem Bier. Ich bin kein großer Freund, mehr Alkohol einzusetzen, als es muss. Das hat den Hintergrund, dass ja sowieso weniger Alkohol getrunken wird. Und wenn man es geschmacklich hinbekommt, dann darf man auch Hüchen mit einem Prozent weniger brauen. Und deswegen habe ich mir gesagt, für das Sommerbier wäre was Leichtes relativ gut. Da bin ich ganz klar beim Holger, so ein schönes Feierabendbier darf dann auch mal ein bisschen leichter sein. Aber jetzt probiert am besten mal ein bisschen rein und dann würde ich erstmal eure Stimmen hören und gerne Fragen dazu. Und für die Etikettenfans unter euch, es tut mir leid, aber ich habe es absichtlich so gestaltet. Es ist so wenig wie möglich drauf. Ja, aber es ist witzig. Also wer immer so meine Hastriaden gegen Marketing immer kennt, hier darf der Braumeister noch mitbestimmen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, ja, bei dem Bier durfte ich mitbestimmen, weil es von Anfang an hieß, es wäre meins. Und ja, da ja. Wir hatten da zwei verrückte Ideen von unten von meinem Chef und die habe ich alle abgeblockt. Ich habe gesagt, ich möchte das Etikett bitte so haben. Ja, weil der Chef, das ist mal wieder die Typik, da werde ich wieder natürlich ist der Chef der Markus Grüßer aus Berlin und langjährige Weggefährten und Markus ist natürlich so ein Marketing-Fuzzi, ja, also der das alles immer aus Marketing-Sicht sieht und der das auch immer so begründen kann, dass es für ihn passt und aber nicht unbedingt immer richtig sein muss. So, Meinungen dazu? Holger, sag mal. Ja, was soll ich sagen? Also auch ein anderer Ansatz, oder? Ja, also das gefällt mir jetzt schon wieder richtig gut, ja. Also, und das ist eben, also ja. Das könnte man auch feierabendtechnisch nehmen, ne? Das könnte man feierabendtechnisch nehmen. Ich finde auch zum Beispiel die Flasche so toll auch. Also, weißt du, also diese kleine Flasche, die gefällt mir sehr gut. Tülliken sozusagen. Ich finde auch das reduzierte Etikett ganz besonders toll. Ja. Ja. Und also ich finde es wirklich sehr gelungen. Wirklich sehr gelungen. Peter. Ja, also ich schmecke hier einfach ganz deutlich im ersten Stück schon, das ist ein Witt, ja, das schmecke ich deutlich raus. Das ist also sehr, sehr typisch. Die Koriander-Geschichte kommt auch gut raus. Also mir schmeckt es ziemlich gut. Ich frage mich immer die ganze Zeit, also ich kenne es natürlich schon, was würde das Bier brennen, wenn man auch den Mut hätte, eventuell noch eine belgische Alehefe draufzulassen. Oder ist der Effekt längst nicht so groß? Das ist so, ich gestehe, ich habe selbst noch kein Bitbier gebraut, daher kann ich es nicht sagen, wie stark dieser Effekt ist, aber ich finde es, ja. So, Patti oder, Christoph, Entschuldige, Christoph. Ja, also von der Farbe her ist es heller, entspricht jetzt so für mich eher dem Stil von einem Bitbier, schmeckt super. Und ich finde, man schmeckt, dass es mit der Weißbierhefe gemacht wurde. Also man hat dann so dieses, am Anfang so dieses Weißbier-Aroma im Mund. Und ja, schmeckt aber sehr gut. Es ist fruchtig, es ist würzig. Und auch jetzt nochmal zum Etikett. Also dass es so reduziert ist, das finde ich auch ziemlich gut. Es wirkt so aufgeräumt. Und dann habe ich noch eine Frage, was hinten drauf steht. Und zwar, was bedeutet denn P11, was hinterm Alkoholgehalt steht? P11 ist die Stammwürze, also in dem Fall die Steuerklasse. Das wird ja quasi, also Bier versteuert man stammwürzetechnisch nach Gehalt. Das heißt, je höher die Stammwürze, desto höher ist die Biersteuer auch angesetzt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich habe 10.000 Hektoliter Bier gemacht und versteuere 10.000 Hektoliter Bier, sondern ich versteuere jede Klasse einzeln. Das heißt, P11 bedeutet irgendwas zwischen 11,0 und 11,9 Prozent Stammwürze. Deswegen braut man Pilz auch klassisch mit 11,9 und nicht mit 12,1, weil 12,1 wird nach 12 versteuert und 11,9 wird nach 11 versteuert.
wenn man 12.1 einbraut, und der Unterschied zwischen 11.9 und 12.1, das sollte man als Braumeister schon auf die Reihe kriegen, dass die gleich schmecken. Deswegen braucht man eigentlich klassischen Biersteuer zu spannen an 11.9. Das ist das P11 quasi. Und das wird, da Stammwürze wird immer gerundet, wird dann auf P, Grad Plato glatt gerundet. Das heißt P11 bedeutet 11 Grad Stammwürze, Plato. Okay, danke. Muss man das angeben? Weil ich habe das ehrlich gesagt noch nie auf Etiketten gesehen oder wahrscheinlich auch nicht wahrgenommen. Man muss die Biergattung in dem Fall angeben und bei der Biersteuer anders. Also P11 und P12 ist beides Vollbier. Es gibt ja da quasi gewisse Grenzwerte, die man einhalten muss. Und so, wenn es klar erkennbar ist, was es ist, da muss man es nicht angeben, aber es muss irgendwo, muss es mal erscheinen. Also entweder steht da Vollbier drauf oder Bier. Es wird immer angenommen, dass alles immer Vollbier ist, also alles zwischen 8 und 13 ist Vollbier. 8 und 16 sogar. Und Bock muss ja mindestens 16, Doppelbock mindestens 18 haben, März mindestens 13, Oktoberfestbier mindestens 13,5 und solche Geschichten. Da muss man da ein bisschen achten. Also es muss irgendwo für den Gesetzgeber erkennlich sein. Und der Gesetzgeber geht davon aus, wenn es der Gesetzgeber checkt, dann checkt es der Kunde auch, was totaler Schwachsinn ist. Aber das ist eigentlich so eine Biersteuergeschichte. Wir schreiben es aber immer mit drauf. Also das ist... Die Alkoholangabe ist aber in jedem Fall Pflicht. Die Alkoholangabe ist in jedem Fall Pflicht, genau. Alkohol muss zwingend drauf sein und die Zutaten. Und die Plato sind nicht Pflicht, wenn es sich um Vollbier handelt. Ansonsten sind die Plato auch Pflicht oder eine Bezeichnung, aus der es erkennlich wird, wie Doppelbock oder Bock. Oder Schankbier zum Beispiel. Man findet die P11-Angaben auch, weil ihr ja relativ nahe an der Grenze zu Tschechien seid. Und dort ist es sehr üblich, das auch zu deklarieren. Und hat auch was damit zu tun, dass man sich da halt entsprechend auch ein bisschen anpasst. Und das P steht halt für die Grad Plato. Genau, der Patrick hat noch die Hand gehoben und dann die liebe Nadja. Genau, dann. Ich wollte einfach nur mal sagen, also ich finde auch hier, Christoph, du hast schon gesagt, durch die Weißbierhefe hat man so eine schöne Samtigkeit auch auf der Zunge. Ich wäre wirklich spannend, wie Meinhard sagte, jetzt mal mit der Witbierhefe, wie das dann sich verändern würde, ob dann nochmal so eine passende, leichte Säure reinkäme und so weiter und so fort. Aber ich finde es ist wunderbar rund. Man hat halt diese Frische auch, man hat die Orangennote mit drin, man hat aber auch diese würzige Note hinten drin und hinten raus wird es nochmal so leicht süß. Und das finde ich ganz, ganz toll gerade. Es erschlägt hinten nicht bitter runter, sondern eher, dass es dann so fein süßlich dann hinten raus wird. Und finde ich ganz, ganz interessant und halt eben das Mundgefühl finde ich sehr, sehr gut bei diesem Bier. Also jetzt zum Mundgefühl kann ich noch kurz sagen, wo du es gerade ansprichst. Wir haben ja keine Rohgerste eingesetzt oder kein Rohweizen. Das heißt, ich kaschiere quasi ein bisschen mit der obergärigen Hefe und dem Mundgefühl, den die mitbringt im Vergleich zur Witthefe und den Zuckern, den die überlässt. Ich brauche ja ein bisschen Haziness. Ich bin kein großer Freund von künstlich hazifizierten Bieren. Also ich bin kein großer Freund von New England IPAs, die dann so hazy sind, dass man sie schneiden kann. Ist nicht meins, ich kann es verstehen, aber um diese Rohgäste ein bisschen auszugleichen, war schon ein bisschen die Idee, warum nicht, da hilft mir ja die obergärige Hefe ein bisschen, weil ich ja brauche ja da trotzdem ein bisschen Balance drin. Das heißt, wenn ich jetzt eine Witthefe einsetzen würde, dann müsste ich irgendwie schauen, mit Spitzmalz oder irgendwie noch ein bisschen mehr Eiweiß reinzukriegen, weil mir die dann wahrscheinlich diese Süße rausnimmt, komplett. Also wenn ich quasi auf den Rohfruchtanteil verzichte und eine sehr, sehr starke, stark vergehende Witthefe einsetze, dann geht mir die Vollmundigkeit komplett in die Knie. Okay. Die Nadja war noch handhebend. Aber nicht tongebend. Hallo, Nadja. Nicht tongebend. Nadja, du musst nochmal. Mach mal die Kopfhörer vielleicht raus gerade und dann probierst du mal. Nee. Du musst zu deinem Gatten rüber wechseln. Ja, genau. Komm mal gerade rüber. Familienzusammenführung hier live. Genau. Und gleich kommt die Tochter von rechts geflogen sozusagen. Hallo. Also nochmal, ich muss hier ein großes Lob aussprechen. Das ist ein ganz, ganz tolles Bier.
ein schönes Zusammenspiel mit den Komponenten, die Orange, der Koriander und so weiter. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Freut mich. Vielen, vielen Dank. Kleiner Exkurs dazu, das da hinten sind tatsächlich unsere Sudkessel, die schlagen 120 Hektoliter aus. Die haben wir mit 40 Hektoliter Witt unterfahren. Das ist die Minimalmenge, die dann irgendwie noch funktioniert, dass die Pumpen noch laufen und dass die Heizplatte noch geregelt ist. Und da ich keine Versuchsbrauerei habe, haben wir das quasi in Trial and Error einfach eingebraut. Mein Biersieder und ich sind dann morgens eine Stunde früher gekommen, wo wir normalerweise Bier sieden und permanent im Sudhaus rumgeflitzt wie die Irren. Ich glaube, ich habe auch kein Bier so eng geführt wie das Witbier, weil es ja immer hieß, das wäre meins. Mein Chef auch immer so, ja, das ist ja ihrs, ne? Das darf jetzt aber kein Fehlschlag werden. Es war bis jetzt noch keins unserer Spezialbier im Fehlschlag, aber da war der Druck schon ein bisschen größer. Und dann freut mich das sehr, dass das jetzt gerade so gut ankommt. Wie sieht es denn absatztechnisch aus? Sind die 40 so schon zum Teil im Markt oder hängst du da noch ein bisschen? Wir haben noch ein bisschen was da. Das dürfte jetzt auch langsam mal am Ende vom Sommer weg. Cool. Aber so viel ist es jetzt auch nicht mehr. Weil das war natürlich auch in der Kommunikation in meine Richtung immer der Druck. Wie kriegen wir die 40 Hektar verkauft? Da sage ich, mach ganz einfach. Easy. Das kriegst du schon hin. Ich muss auch sagen, der Bayerische Wald, wir haben ja jetzt durchaus das ein oder andere Spezialbier gemacht. Interessanterweise kriege ich entweder so, das ist ja total interessant, oder ja, das neue kleine Weißbier, das ist super. Und dann muss ich den Leuten erstmal erklären, dass das ja eigentlich gar kein Weißbier ist. Und so, ach ja, trotzdem interessant. Ja, ich kaufe jetzt trotzdem so eine Kiste kleines Weißbier. man sagt ja wieder Bayern hier hinten im Bayerischen Wald auch immer gerne nach, so, ja, die sind nicht so experimentierfreudig oder so. Aber man kann es schon aus ihnen rauskitzeln. Vor allem, wenn man es ihnen hinstellt, ohne dass man ihnen was dazu sagt. Dann probieren sie es und dann, also das hat mich auch wirklich überrascht mit all unseren Spezialbieren, wie offen die Leute hier vor Ort tatsächlich sind. Und das macht ja dann auch wirklich Spaß. Ich meine, das ist jetzt natürlich nichts, wo wir jetzt brutale Hektoliter machen. Das ist auch vom Aufwand relativ hoch und so weiter. Aber es ist schön, dass man in der Brauerei, die hauptsächlich für Helles bekannt ist, halt solche Sachen auch machen kann. Und das kommt dann in diesen kleinen Flaschen, in extra vorgefertigten Holzkisten und auch für den entsprechenden Preis. Da kommt gerade eine Frage von Sven, die ja, Ickhof bei Hoffmann. Also Hoffmann hat Fit. Hell. Hoffmann hat Fit, ja. Kommt drauf an, wo ihr seid. In Lichtenrade. Wir liefern grundsätzlich Restaurants, Kneipen. Nein, Lichterfelde, nicht Lichtenrade. Lichterfelde, sorry, Entschuldigung. In Berlin kriegt man relativ viel auch bei so einem kleinen TV-Sattladen, der hier immer bei uns einkauft, der Eigelsberger. Einfach mal bei uns auf Facebook gucken oder aber in Berlin komplett bei Getränke Hoffmann. Das Helle auf jeden Fall. Demnächst auch bei der Flaschenpost, glaube ich, in 3-4 Wochen. Liefert sie es auch direkt nach Hause. Und bei den anderen Sorten muss man ein bisschen gucken. Da haben wir den einen oder anderen. Bei Restaurants haben wir schon Anfragen. Das hat Corona jetzt ein bisschen verzögert, muss ich sagen. Da waren wir schon dran. Und dann hat Corona das so ein bisschen ausgebremst mit der Belieferung der Gastro. Weil es ja schon ein bisschen große Distanz. Aber Berlin ist natürlich, da mein Chef lange in Berlin gelebt hat, relativ großer Schwerpunkt. Also kommen wir auf jeden Fall. Aber einfach mal kurze Anfrage schicken. Mein Chef ist auch sehr oft in Berlin. Der nimmt auch öfter mal was mit, wenn man nett fragt. So, das war jetzt der Wink mit dem ganzen Zaun sozusagen. Wollte gerade sagen. Großer Kofferraum. Den stellen wir die E-Mail-Adressen rein, ja. Genau. Einfach. Bibliothek hat es auch, glaube ich, jetzt demnächst im Sortiment, ne? Ja, müsste ich gucken, aber ich denke, ja. Also, und wenn nicht, einfach dem Laden eures Vertrauens ein bisschen nerven, die sollen sich bei uns rühren. Wir kriegen das schon immer irgendwo hin. Aber Berlin ist, wie gesagt, alle 2-3 Wochen ist mein Chef sowieso oben wegen seinen Kindern. Und ich glaube, bald braucht er mal einen Anhänger. Wegen der Kinder. Weil er so viel Bier immer mitnimmt. Das ist tatsächlich so. Der hat schon immer 3-4 Lieferscheine, wenn er nach Hause fährt. Ja, schön. Sehr gut. Also, tolles Bier, nach wie vor wirklich begeistert und freue mich richtig, dass wir das organisiert haben. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast. Ja, also wirklich mal was komplett anderes. Also witzigerweise wird es wohl diesen Bierstil jetzt auch häufiger geben. Kammer Bavaria in Seeon hat jetzt neuerdings auch ein Bavarien mit.
Ich schätze mal, man hat da auch so einen ähnlichen Ansatz gewählt. Ich habe es noch nicht probiert, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Das ist reinheitsgebotskonform. Da haben sie es wirklich versucht, über die Hefe und über alles das hinzubekommen. Ist ganz spannend. Also es ist interessant. Es ist in meinen Augen nicht wirklich ein Witt, aber es ist ein interessanter Ansatz. Okay, naja, aber siehst du, also funktioniert und zumindest haben wir jetzt heute Abend zwei verschiedene gehabt, die sich sozusagen mit dem Thema irgendwie in einem Näherungsverfahren genähert haben. Der eine ein bisschen, ja fast schon karamelliger, so ein bisschen, was mich persönlich so am Anfang irritiert hat und das andere sozusagen, ja schon so ein bisschen weißbieriger, aber ich finde beide in sich gut und ja, schön. Schön, dass du da warst und bleib ruhig dabei, Tobias. Gerne. Gut. Ja, genau, Applaus. Genau, Applaus, wenn niemand mehr eine Frage hat. Also ich würde noch eins vielleicht dazu sagen, weil ihr euch mit der Hefe eben unterhalten habt. Ich finde, es ist halt beides. Also dadurch, dass es diese Weißbierhefe hat, hat es halt einfach diese Frische. Und das, finde ich, gibt dem Bier unheimlich viel. Und das würde man wahrscheinlich mit der belgischen Hefe verlieren. Dafür wäre da vielleicht eine andere Form von Fruchtigkeit da. Aber ich finde es gerade einen guten Ansatz so. Also man muss es ja auch nicht eins zu eins nachbauen, man kann es ja auch einfach mal interpretieren. Und das finde ich eine sehr gelungene Interpretation. Ja, es steht ja auch hinten drauf, Fichtacher Witt. Eben. Genau. Hervorragend. Ja, gut, dann machen wir jetzt aber wirklich eine kleine Pause, weil jetzt kommen wir ja endlich mal zum richtigen Bier. Ne? Nein, war nur ein Scherz, aber, aber als Franke muss ich sagen, wir kommen ja jetzt nach Franken und dann... Der Raubach genau. Halt, ein ganz besonderes Tierchen, genau. Genau. Man muss danken für jeden Franken. Ja, ich hab's vermisst. Genau. Ja, der Mützel auch schon wieder, genau. Genau, so, also dann dürft ihr jetzt die restlichen Biere rausholen. Direkt in der Folge haben wir dann die beiden dunklen Biere, einmal das Räuberchen und einmal den Bock. Da bin ich sehr gespannt, weil der ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Mit dem lieben Stefan, der noch nicht so viele Jährchen auf dem Buckel hat. Und dann machen wir noch unsere kleine Reise. Wir haben jetzt 1928, wollen wir um 1940 weitermachen? Dann kann jeder mal kurz lüften und was essen und die Bierchen bereitstellen. Holger? Also ich muss sagen, noch mehr als auf die Bierchen freue ich mich auf den Stefan. Ja, das wird auch sehr schön. Und genau, also dann machen wir jetzt hier kurz Pause. In 10 Minuten. Danke dir, ne? Danke dir. Ja, danke, Tobias. Ganz großartig. Super. Gerne. Ja, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich auch meinen Wunschkandidaten davon überzeugen konnte, dass es eine gute Idee ist, bei dieser Masterclass dabei zu sein. Und ja, Stefan, erstmal schön, dass du da bist. Und ja, wir reisen heute so ein bisschen quer durch Franken. Das haben wir eben deinen Werdegang so ein bisschen zu verdanken. Und vielleicht bevor wir darüber reden, können wir ja der klassischen Holger-Hahn-Empfehlung folgen und einfach das erste Bier auch aufmachen. Und wir fangen mit dem wunderschönen Räuberchen an. Wir werden auch gleich noch ein bisschen über Etikettengestaltung und so weiter reden. Aber gib's doch einfach schon mal ins Glas. Und also, es kommt ganz selten vor, ja, dass er quasi meinen Empfehlungen folgt, aber... Naja, ich sag ja, ich hatte jetzt einfach Durst. Du hast jetzt ein paar Bierchen schon gehabt, da wirst du dann milder. Und außerdem, das Etikett ist wahrscheinlich das, was wieder entscheidend macht. Natürlich. Du siehst ja halt irgendwelche Brüste, quasi halb verdeckt, aber das zieht ja bei dir immer. Eben. Ja, wobei, vor allem, wenn das Ganze dann so ausschaut, also das ist ja schon... Also interessant ist, dass dieses Etikett momentan mit der Social Media spaltet, ja. Also einige Leute, die wirklich, ich weiß nicht, ob es bei dir schon angekommen ist, zum Boykott dieser Brauerei aufrufen, was ich dann schon echt lustig finde, ja. Müsste es tatsächlich innen heißen? Mensch, Stefan, was hattest du gesagt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Meiner, ist das wirklich wahr? Ja, ja. Also da wird momentan im Genderwahn sozusagen jetzt hier, wie kann man diese Blondine mit diesen Brüsten aufs Etikett packen? Ja. Das hat der ehemalige Brauereibesitzer zu verschulden. Das ist schon über 10 Jahre her. Fast 15. Also es ist nicht neu, das Etikett.
Also eigentlich verwerflich ist ja, wo der Typ hinschielt. Ja, aufs Bier natürlich. Das dann, aufs Bier, wenn man sich das dann mal ganz genau anschaut. Man sieht ganz deutlich, dass er auf den Bierkrug schielt. Und wenn das Etikett erst gestern erstellt worden wäre, was haben die Leute damit zu kacken? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. Und einfach Bier trinken und die Klappe halten. Apropos, lasst uns Bier trinken. Was sagt ihr denn dazu? Also vielleicht mal ein bisschen was. Wie geht es euch mit den Aromen? Wie würdet ihr das einordnen? Was riecht ihr? Was schmeckt ihr? Fangen wir doch mal so an. Frauen an die Macht. Astrid, wie sieht's aus? Also ich finde ja die Farbe schon ganz toll. Also ja, natürlich. Also, grandios. Ja. Ist für mich auch zu erwähnen. Hast du auch rötliche Reflexe, Olga, bei dir? Auf jeden Fall Reflexe, ja. Also am rötesten ist es, wenn der Meinhard gerade am Bildschirm ist, dann ist er nämlich dahinter mit dem orangen Hemd und dann leuchtet es nochmal. Ja, ja. Mensch, Markus, du hast ja ein ganz spezielles Glas, also da müssen wir ja auch nochmal drüber reden. Können wir nachher auch gerne tun, ja. Sehr spannend. Ja, also, was riecht ihr, was schmeckt ihr in diesem wunderschönen, rot-braunen, schimmernden, scheinenden, strahlenden Bierchen? Könnt ihr mich hören? Ja. Oh, wundervoll. ich rieche und schmecke malzige, etwas süßliche Aromen, nicht zu aufdringlich. Und mir kam als erstes in Gedanken, als wenn es ein etwas, ja, wie ein Reserva gelagertes Bier. Ist es natürlich nicht. Aber es hatte einen sehr vollen Duft, der auch immer noch da ist, auch nach jetzt ein, zwei Minuten. Und der Geschmack ist richtig schön. Ich finde übrigens das Etikett, ich darf das als Frau sagen, total supi. Sexy ist immer schön, Dirndl sind toll. Warum nicht? Alte Gender-Kacke, verstehe ich überhaupt nicht, so viel Energie darauf zu verschwenden. Ich mache mich daran gar nicht beteiligen. Es ist ja ganz klar, dass dieses Etikett ein Comic-artiges ist. Mein Gott, wir Frauen sollen uns mal nicht so aufregen. Das ist so meine Meinung. Ganz tolles, süffiges Bier. Schmeckt bestimmt zu dunklen Fleischgerichten. Zum Wild würde ich es demnächst mal ausprobieren. Wir sind gerade dabei, die Wildkarte zu machen. Oder auch eben zu würzigen Käsen. Sorten hinterher. Dankeschön. Danke. Noch jemand, der seine sensorischen Eindrücke kundtun möchte. Ich habe es extra in einem nicht zu kalten Kühlschrank gelagert. Wir haben ja hier mehrere, also extra nur so bei 8 bis 12 Grad. Das ist unser Käse- und Fruchtkühlschrank. Und das finde ich, glaube ich, gut. Das darf nicht zu kalt sein. Ja, also ein Bier, was durchaus ein paar Grad wärmer verträgt. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr alle schon so bierselig? Wie ist es denn in Berlin, Sven? Was sagst du denn zu dem Bier? Ich habe gerade eine kleine Essenspause. Ich esse einen Klassiker in Berlin, die Bulette. Oh ja, das passt ja wunderbar. Und ich muss sagen, das passt in der Tat gut. Ne? Also die Bulette durchaus dann gepaart mit dem malzigen Geschmack von dem Bier. Passt sehr schön. Geht auch angenehm runter. Jetzt wird mir hier noch die Bulette von Simone geklaut. Also insgesamt eine Kombination, die gut passt. Also ein schönes Bier. Ich trinke ja auch gerne dunkle Biere und das ist auch wieder insofern sehr gelungen, weil ich mag keine dunklen Biere, wo so dieser Zuckergeschmack im Vordergrund ist oder das Ganze zu süß ist. Und das ist hier prima eingebunden. Tolle Sache. Und schöne Grüße an Stefan. Grüße zurück nach Berlin. Lange nicht gesehen. Ja. Stimmt, damals zur Biermeile noch. Schon was her. Tim, was sagt denn die Cromaché-Fraktion zu so einem Bier? Ich
Ich finde noch ganz angenehm, dass es nicht zu viel Prozent hat. Mhm. Nicht zu schwer. Der Tim ist stumm. Hört er mich? Jetzt. Jetzt hört er mich? Ah, okay. Mein Kumpel und ich, wir geben der Astrid 100% recht. Also ob da jetzt eine blonde Frau drauf ist, wenn wir damit anfangen, uns Gedanken machen, dass man nicht mal eine blonde Frau auf einer Bierflasche draufpacken kann, schwierig. Wir haben bei dem Geschmack gedacht, oder uns ist aufgefallen, das schmeckt so ein bisschen wie ein Altbier, aber ein bisschen süßer. Mhm. Mein Kumpel sagt, ah, da fehlt nur noch, als ob da schon Cola drin ist. Also dieses Akku, Alt-Cola, was in oder auch im Ruhrgebiet Krefelder sein könnte. Es ist vollmundig, es ist süß, leicht im Abgang, ein tolles Bier. Haben wir beide gerade gesagt, das ist extrem süffig und könnte auch ein tolles Feierabendbier sein. Wir haben es wärmer gestellt, die anderen sind im Kühlschrank. Wir haben es ein bisschen draußen gehabt. Und man merkt, wenn es ein bisschen wärmer ist, ist es ein schönes Feierabendbier. Und kann natürlich auch durch ein dunkles Gericht sehr gerne. Aber es sollte ein bisschen wärmer sein und nicht wie die anderen Biere gerade aus dem Kühlschrank kommen. Okay, dann schauen wir doch nochmal in die Eifel, bevor wir dann nach Markt Heidenfeld gehen. Ja, ich wollte auch sagen, also es hat vor allen Dingen für mich, für diese in Anführungszeichen nur 5% Alkohol, hat schon einen sehr, sehr schönen Körper, also kräftig vollmundig dazu und auch dieses Röstige kommt sehr gut rüber und es lässt sich aber trotzdem, dass es nicht zu schwer ist, also es lässt sich trotzdem noch sehr, sehr gut trinken und ich kann es mir auch vor allen Dingen zum Kochen in einer Soße, in einer mit einem Braten, einem schönen oder irgendwas sehr, 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 sehr gut vorstellen. Oder auch zu einem Nachtisch oder irgendwas, ne? Irgendwas Schokoladigem oder sowas. Also sehr, sehr gut auch hier. Vielen Dank. Ja, also genau, das sind so die Gründe, warum ich das auch ausgesucht habe. Also für mich ist es ein ganz tolles Bier, was halt in der Nase erstmal schon diese typischen Malz-Röstaromen, Kaffee, Karamell, Schokolade irgendwie so mit sich bringt. Und im Mund wird das Ganze für mich wirklich zu so einem Nuss-Nougat-Ding irgendwie. Also da verbinden sich so nussige Aromen mit dem Schokoladigen und zusammen ist es dann, ja, was weiß ich, wie so ein Hanuta oder ein schöner Klecks Nutella. Also das ist wirklich eine ganz feine, runde Geschichte. Und Stefan, ja, vielleicht magst du uns ein bisschen was, vielleicht auch noch ein bisschen zu dir erzählen, zu deiner ganz besonderen Beziehung zum Dunklen. Und vielleicht, dann können wir auch zur Brauerei noch ein bisschen was sagen. Und ja. Hallo erstmal. Ja, guten Abend in die Runde. Stefan Mützel. Mützel, so wie die Mütze, noch ein L dahinter, ganz einfach. Gebürtiger Unterfranke, das wird man auch hören. Unterfranken in Bayern ganz oben. Wer die Karte so ein bisschen verfolgen kann in Bayern. Wir sind im Nordwesten von Bayern, an der Grenze zu Hessen und Baden-Württemberg. Und ich habe Brauer gelernt in der Brauerei Roth in Schweinfurt, bin anschließend nach Weihenstephan, habe da studiert und habe 10 Jahre meines Berufslebens in Mittelfranken verbracht, am wunderschönen Brombachsee im südlichen Franken, in einer wunderschönen Schlossbrauerei. Und die Assoziation zum Dunklen, wir haben da ein dunkles Bier gebraut, oder besser gesagt ich, das 2014 einen Bierstar gewonnen hat. Deswegen so ein bisschen die Assoziation zum Dunklen. Dunkles ist für mich schon Brot- und Butterbier, auch wenn viele immer sagen, ja, das macht den Mund so voll, kann man nicht so viel davon trinken, ist auch nicht so schlimm, aber man kann es auch so interpretieren, dass es eben zum Feierabendbier taugt und auch, um 2, 3, 4 davon zu trinken. Ja, nach den 10 Jahren in Mittelfranken war ich 3,5 Jahre hier in Markt Heidenfeld in der Martinsbräu und bin jetzt dann dieses Jahr gewechselt in die Spessart-Brauerei. 15 Kilometer weiter, direkt am Main gelegen, wie auch Markt Heidenfeld. Markus versucht irgendwas zu teilen. Da ist sie wohl, jawohl, da ist die Brauerei. Direkt neben der Brauerei ist der Main
und im Main verläuft die Grenze zu Baden-Württemberg. Also wir sind Beginn des Spessarts, des bayerischen Spessarts. Deswegen auch der Name Spessart-Brauerei. Und der Specht begleitet uns überall. Und natürlich auch die Spessart-Räuber. Deswegen hat der ehemalige Besitzer, die Brauerei ist verkauft worden, Ende des Jahres 2020, das Räuberchen nach vorne gestellt. Räuberchen hell, Räuberchen dunkel. Wir haben das weitergeführt, weil wir eben diese Comic-Situation so witzig fanden. Also es ist eigentlich schon wieder so schlecht, in Anführungszeichen, dass es schon wieder gut ist. Und haben das Ganze jetzt in die Euroflasche gepackt. Euro ist ja in neuen Kasten gemacht, weil wir in den Getränkemärkten nicht vorhanden waren. Klassische Brauerei für Wirtshäuser, also 70% Fassbieranteil. Deswegen haben wir uns getraut, den grünen Kasten nicht zu verbannen, aber zumindest für 3 Sorten, hell, dunkel, Pilz, wegzunehmen und die in den neuen Kasten zu packen, der ist Ochsenblut. Ochsenblut waren die ersten Plastikbierkästen, die es gab mit Euroflaschen. Kennt jeder eigentlich von einem Malerbetrieb oder von den Verputzerbetrieben, Maurern. Das sind die klassischen Kästen, die übrig geblieben sind, irgendwann mal, wo die Leute drauf stehen. Also als Stehhilfe oder als Erhöhung. Die waren klassisch immer also Ochsenblut und nur weiß bedruckt. Auch das haben wir gemacht. Ochsenblut, weiß bedruckt und eben Euroflasche. Und das Etikett so gelassen, wie es war, nur adaptiert auf die Euroflasche. Ganz einfach. Das Bier ist klassisches Dunkles, aber in Exportstärke, hat 12,7% Stammwürze. Wer mich kennt, der ja, Holger kennt mich gut, der Markus auch, weiß, dass ich Freund bin von sehr schlanken Bieren, auch wenn sie dunkel sind oder stark sind. Deswegen ist das Ganze so ausgelegt, dass es eben schon den Charakter hat, dunkles Bier mit all seinen Aromen, Facetten, die es haben soll, aber natürlich auch so, dass es eben nicht den Mund zubappt. Also zuklebt und verkleistert mit irgendwelchen Aromen, sondern einfach schön Drinkability da, wie man heute schön sagt, oder die Trinkfähigkeit oder Durchtrinkbarkeit, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die ist bei mir, soll die immer da sein. Und das ist so meine Prämisse beim Bierbrauen eigentlich. Ja, so viel dazu erstmal. Genau, also ich kann noch ein Bildchen zeigen. Am besten schmeckt dieses Bier natürlich, wenn man es direkt aus dem Lagertank trinkt, das schaut dann ungefähr so aus. Auch das ist nochmal ein Thema, dass diese Biere natürlich da auch nochmal frisch in der Brauerei natürlich ganz großartig sind. Und wie ihr schon gesehen habt, ist das auch ein sehr imposantes Gebäude. Und eben, wo ich das Foto vorher, Moment, ich kann ja hier nochmal zurück. Moment, genau, da links ist dann praktisch eben der Main. Also hier unten fließt der Fluss entlang und das ist natürlich auch sehr spektakulär. Vom Setting. Es gibt dann hinter mir, wo ich fotografiere, auch einen Biergarten, der zwar nicht direkt zur Brauerei gehört, aber wo man das natürlich auch schön genießen kann. Und das ist vielleicht auch einfach so ein Thema, dass unter Franken in Franken bzw. in Bayern gar nicht so fürs Bier steht, weil da ja normalerweise die ganzen Weinberge sind. Aber es gibt eben auch in dieser ganzen Weinsauce Leute, die das Bier eben lieben und voranbringen. Und da gehörst du ja auf jeden Fall auch dazu. Vielleicht bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, hat jemand Fragen? Ist euch was gekommen zu diesem Bier, zum Dunklen, zum Bierstil oder zu der Idee, die der Stefan da bei diesem Bier verfolgt? Ich hätte nur noch mal eine Frage zum Etikett. Da hat der Stefan recht. Das ist eigentlich schon ziemlich derbe, also irgendwie... Ja, fast wie eine Kinderzeichnung. Gibt es da noch eine Geschichte zu? Also warum dieses Etikett da gewählt worden ist oder mit diesem komischen also Räuber? Die Geschichte, es gibt eine Geschichte zu dem Namen, zu dem Räuberchen. Also Spessart und Räuber gehört ja zusammen, spätestens seit dem Film mit Liselotte Pulver. Das ist übrigens das Schloss Mespelbrunn, ist nicht weit weg von uns, hier ist 35 Kilometer weg. Und es gibt einen Tourismusverband, der heißt Räuberland. Und mit dem zusammen hat man dieses Etikett gemacht, 2007. Und da war die Welt noch ein bisschen anders, als sie heute ist. Heute würde sowas natürlich kritisch beäugt.
Aber wir haben es, wie gesagt, nachdem es jetzt fast 15 Jahre drauf ist auf den Flaschen, haben wir es einfach gelassen. Und Mut zur Hässlichkeit. Also uns ist bewusst, dass Comic und dieses dralle Fräulein nicht jedem gefällt, aber man muss ja auch so ein bisschen polarisieren, warum auch nicht. Also da sitzen wir einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Aber es passiert, also ich habe von Meinhard, ich habe noch nichts gelesen, dass da Shitstorm kommt oder sowas. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das Etikett ist schon älter und wie gesagt, die Geschichte geht eigentlich über den Tourismusverband Räuberland, in dem sehr viele Gemeinden im bayerischen Spessart und auch im hessischen Spessart dabei sind. Und da ist eben auch dieses Räuberchen, genau diesen Räuber und diese Dame findet man auch bei denen auf den Logos immer wieder. Da muss man vielleicht den Berlinern und anderen noch erklären, was das eigentlich, also was dahinter steckt. Also der Spessart ist ein dichtes waldhügeliges Gebiet, was quasi so im weitesten Sinne zwischen Frankfurt und Würzburg irgendwie sich so erstreckt. Also ist jetzt sehr weit, aber so ungefähr jedenfalls. Und früher war das halt ein Gebiet, in dem, also durch das alle möglichen Händler und Reisenden durch mussten und wo man sich natürlich prima verstecken konnte als Räuber und die dann entsprechend ausrauben, gefangen nehmen, erpressen, wie auch immer konnte. Und das wurde auch eifrig getan. Und das war dann natürlich auch eine Vorlage für Schriftsteller. Und so hat im 19. Jahrhundert jemand ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Wirtshaus im Spessart. Und das wurde dann später auch verfilmt in den 60er oder 50ern, glaube ich. Und dadurch hat es dann praktisch Bekanntheit erlangt. Und deswegen steht der Spessart halt einerseits für den Wald und für dieses dichte, mit Räubern eben durchdrungene Gebiet und gewissen Reiz hat es natürlich auch. Es gibt, der Film ist ja auch relativ romantisch und also da spielt halt ganz viel mit und das ist einfach für die Region dort ein Vermarktungspunkt, muss man einfach sagen, wo man einfach drauf abhebt und auch viel rausziehen kann. Und natürlich dieses dichte Waldgebiet, kennt ihr auch, wenn ihr die A3 fahrt, da kommt ihr da ja auch durch. Das ist einfach was, wo man auch in Natur damit verbindet und all das, was man so an Werten halt auch mit so einem Waldgebiet hat. Und das Schöne ist, dass ihr halt am Süden am Ende seid sozusagen und das ganze Flusstal auch noch mitnehmen könnt vom Main. Und das sind halt auch, das ist eine ganz tolle Region. Da gibt es den roten Sandstein überall, viele Schlossruinen und sowas. Also einfach eine tolle Landschaft auch, wo es auch sehr viel Spaß macht, einfach zu sein, Urlaub zu machen. Und ja, und da passt natürlich so ein Bier wunderbar dazu. Ja, deine neue Wirkungsstätte. Wie war das für dich, als du da angefangen hast? Gab es da auch von den Bierstilen oder sowas Herausforderungen, wo du gedacht hast, irgendwie so mache ich das oder machst du jetzt erstmal das, was halt da ist und versuchst das zu tunen? Wie ist da so dein Herangehen momentan? Ja, das ist ganz einfach. Die Brauerei steht, wie in Unterfranken fast alle, natürlich zu 70% oder 75% auf Pilzfüßen. Das ist ja die Krux hier in Unterfranken. Es muss Pilz draufstehen, aber Herbst soll es nicht sein, eigentlich. Also verkapptes Helles gibt es aber lustigerweise in der Spessart-Brauerei gar nicht. Die sind sehr bekannt gewesen, auch immer in den Blindverkostungen, die ich gemacht habe, dafür, dass sie eben ein herbes Pilz haben, sehr hopfenbetont, hopfenaromatisch. Eigentlich auch nicht fränkisch, sondern also nicht malzaromatisch so ein bisschen, was ja auch der Technik so geschuldet ist. Nein, sondern ganz streng klassisches deutsches Pilsner. Das haben wir tatsächlich so gelassen, wie es ist. Ich habe aber die Bittereinheiten so ein bisschen nach oben gezogen, immer noch, weil es in der Gegend einfach keinen gibt, der die Bittereinheiten nach oben zieht. Und dann muss es einer tun und das machen wir. Wir haben den Mut und machen das. Pilz muss bitter sein und vor allem hopfenaromatisch auch. Also das muss auch ausgewogen sein. Dann gibt es als zweitstärkste Sorte Weißbier natürlich, Weizenbier. Ist aber Stiefmütterchen gewesen. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne Weißbier trinke. Da habe ich sofort die Hand angelegt und habe da mal ein bisschen eine andere Hefe und das Brauverfahren geändert. Da geht es dann in Richtung trüberes Weißbier, dunkleres Weißbier, also schon Bernstein und vom Brauverfahren so, dass die Banane und also richtig im Vordergrund steht. Ganz wichtig,
Für mich, also mir schmeckt das halt, klar, die Kunden bestimmen am Schluss, was passiert, aber wir haben bis jetzt gute Rückmeldungen. Ansonsten war die Brauerei im sehr guten Zustand, die Biere waren alle gut. Corona hat natürlich die Brauerei nach hinten geworfen, wie alle anderen Brauereien auch, aber uns ganz besonders mit 70% Fassbieranteil. Da sind 80% des Umsatzes flöten gegangen, ganz klar. Da muss man auch Danke sagen an den deutschen Staat, weil ohne staatliche Hilfen und ohne Kurzarbeit wäre es nicht gegangen, wäre die Brauerei zu, ganz klar. Wir leben jetzt wieder Aufwind, wie gesagt, auch mit dem Kasten, mit den Bieren. Was wir auch hatten, was hier in der Gegend ganz groß ist, ist Exportbier, das will getrunken werden, in der Gegend um Aschaffenburg rum, hier im Spessart. Das Problem ist nur, das ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also wenn man ganz kurz gesagt, in Aschaffenburg gehst du in die Kneipe, bestellst ein Bier, also nicht, sagst nicht die Sorte, sondern bestellst ein Bier, kriegst einen Export hingestellt. Gehst in Markheidenfeld in die Kneipe, 30 Kilometer weiter, bestellst ein Bier, kriegst einen Pilz hingestellt. So, und dieses Export hat seine Berechtigung natürlich, aber man hat dann den Kunstgriff gemacht und hat ein Märzenbier und das Pilz verschnitten in der Brauerei, 50-50, um Export rauszumachen. Das haben wir dann gleich eingestellt. Das kann nichts werden, wenn ich ein ganz malzbetontes Märzenbier mit einem klassischen hellen Pilsner, das keinen Malzkörper hat, verschneide. Das geht nicht gut. Also das ist wie Feuer und Wasser, geht nicht gut. Deswegen gibt es jetzt eben auch Räubchen hell neu. Also früher war es Räubchen blond und Räubchen schwarz. Wir haben daraus dunkel und hell gemacht, weil hell eben auch eine Trendsorte ist. Klar, wir müssen auch Geld verdienen. Und das Helle ist eben, da sind wir jetzt wieder bei der Stammwürze, P11, P12, P13. Das Helle ist ein P12-Bier. Das heißt, das ist ein exportstarkes Bier. Und auf dem Etikett steht Vollbier. Hat einen ganz einfachen Grund. Wir machen finanziell und also steuertechnisch alles richtig. Und der Wirt kann entscheiden, will ich ein Exportbier weiter ausschenken für meine Stammkundschaft oder möchte ich das neue Helle ausschenken? Also da kann er dann machen draus, was er möchte. Das ist so der Hintergrund dabei. Ja, und das Helle auch, ja, kein Wasser, helles. Und das hat auch Farbe. Das geht auch. Man kann auch helles mit Farbe machen. Und hat auch knapp 20 Bittereinheiten. Wichtig. Übrigens auch bei dem Dunklen, da stehen 25 Bittereinheiten dahinter. Es muss immer eine Balance da sein zwischen Malz und Hopfen, um diese Süffigkeit eben zu haben. Wenn ich jetzt da zu wenig Hopfen reingebe, dann kippt es in die eine Richtung und das ist einfach nicht schön. Naja, dann gibt es eben, wie gesagt, den Goldspecht noch. Goldspecht ist klassisches Märzenbier, Festbier-Typ. Und wie gesagt, Weißbier. Und das war es auch schon. Wir machen 5 Sorten Bier, kriegen noch zugeliefert alkoholfreie Biere, die braucht es auch. Und die 5 Sorten Bier machen wir gut und richtig. Und damit muss es auch gut sein, erstmal. Was wir jetzt noch in der Planung haben, ist für den Winter jetzt ein Doppelbock noch. Richtig dunkel, richtig schwarz und richtig stark. Ja, bin ich mal gespannt. Aber so. Also wie gesagt, ich habe eine Brauerei mit übernommen, die technisch in gutem Zustand ist und auch die Biere waren okay. Wir haben nur hier und da so ein bisschen nachjustiert, aber nicht viel. Wobei man ja durchaus hat Leuten hören, dass du dich mit einem Doppelbock auch gut auskennst. Ja. Ja. Gibt's denn Fragen jetzt konkret zu diesem Bier? Sonst würden wir zum nächsten weiterschreiten. Also ganz schön finde ich übrigens hinten raus die Bittere. Die räumt wieder ein bisschen auf. Das ist im Gegensatz zu so einem klassischen Dunklen, das da so lange klebt. Das ist schön. Ja. Da kann man schön trinken. Ja, es sind offensichtlich keine weiteren Fragen. Dann würde ich als Übergang einfach noch einen kleinen Film zeigen, weil ich mir gedacht habe, das verbindet das ganz schön, weil der Stefan hat es ja schon erwähnt. Er hat ja mit dem Dunklen damals in Ellingen den Bierstar gewonnen und ein goldener Bierstar ist wirklich was Besonderes. Da gibt es nicht viele Brauer auf der Erde, die das schon für sich verbuchen konnten. Und damals wurde ein Film gedreht und da sieht man eben auch mal die Brauerei ein bisschen. Und das ist vielleicht ganz schön, weil das einfach so ein bisschen auch eine kleine Zeitreise ist.
wo wir jetzt mal nach Mittelfranken gehen. Ich gehe mal hier auf meinen... Da war ich noch jung. Da warst du noch jung, werden wir gleich sehen. Aber ich hatte auch noch blonde Haare. Naja, so, also, jetzt müsstet ihr das sehen und auch gleich hören. Er dauert nicht lang, also schaut gleich hin. Also so viel mal zu diesem kleinen Filmchen. Ich hoffe, Stefan, es ist nicht zu emotional für dich, aber ich habe mir gedacht, den muss man einfach nochmal rausholen, weil das so eine schöne Sache damals war. Genau, und jetzt sind wir in Ellingen und haben diesen wunderschönen gealterten Bock und jetzt bin ich selber mal gespannt. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr probiert und ihr habt, ich glaube, einige von euch haben ihn von 15 und einige von 16, also durchaus schon ein etwas älteres Getränk. Wichtig ist vielleicht, dass ihr ihn nicht zu kalt habt, aber das habe ich ja auch schon geschrieben, also den eher Richtung Zimmertemperatur und jetzt vom Einschenken vielleicht auch nicht gleich die ganze Flasche rein, sondern erstmal so vielleicht ein Drittel oder sowas und dann einfach mal rein verkosten und probieren. Markus, magst du mir noch mal die Flasche zeigen? Ich weiß gerade nicht, welche. Oh, es müsste nur noch eine große übrig sein. Die müsste so ausschauen. Fürst Karl Josefi Bock müsste da draufstehen. Genau. Ja, erste Eindrücke. Was sagt ihr zum Geruch? Was sagt ihr dann vielleicht auch schon zum Geschmack? Ganz viel Dörrobst. Mhm. Ist gleich so ein bisschen Holz irgendwie. Ich habe ganz intensiv Honig. Und der Schaum ist sehr flüchtig. Vanille. Oh, ist der weich. Mhm. Hammer. Aber mit Vorsicht genießen, der hat 7,7% Alkohol. Ja. Aber die Weichheit ist der Wahnsinn, oder? Dann kommen so Honigaromen hinten raus, so Waldhonig, irgendwie sowas. Geil. Hervorragend. Ich finde, der hat ganz deutlich Kastanienhonigaroma drin. Das ist was ganz Seltenes. Mhm. Also der war natürlich auch schon im frischen Zustand ein hervorragendes Bier. Aber man sieht schon, der eignet sich auch, um ihn etwas aufzuheben. Also sehr spannend. Stefan, wie alt hast du ihn schon verkostet? Also ich habe jetzt den hier mit, das ist das neue Etikett, das wir gemacht haben. Das ist haltbar bis 17, dann ist der 16 abgefüllt. Also die Haltbarkeit, ein Jahr zurück, wir haben 12 Monate Haltbarkeit gegeben auf die Bockbiere. Mhm. Und dann ist er ein Jahr vorher abgefüllt gewesen. Besonderes an dem Bier, es ist knapp an der Stammwürzegrenze zum Doppelbock, 17,5%. Warum die das in Ellingen immer schon so gemacht haben, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Kondiment der Brauerei kann er beantworten. Fakt ist, Josefi Bock, 19. März ist Josefi. Der Josefstag war in Bayern Feiertag bis, glaube ich, 1969. Markus, verbessere mich. Ich glaube, 69 war das letzte Mal Feiertag, Josefstag, 19. März. 1969, da war der ja noch als Quark im Schaufenster gelegen. Da hat er nicht mal, da hat er nicht mal Hose, Hemd und Hose an einem Stück gehabt. Ja. Aber schon gepupst. Auch das. Ja, und in Ellingen ist bedingt dadurch, dass der Deutsche Orden da sehr stark war, dieses Schloss gebaut hat und auch die Brauerei, die Schlossbrauerei, sehr stark katholisch geprägt. Und da war der 19. März immer Hochfeiertag. Und deswegen hat die Brauerei eben dieses Josefi-Bockbier immer hochgehalten. Auch Bockbieranstich, Markus, du weißt, hochkarätige Persönlichkeiten da, hochkarätiges Bier. Ja. Und besonders an dem Bier eben knapp an der Doppelbockgrenze, dann auch da wieder kommt halt meines durch. Ich mag einfach schlanke Biere. Und auch da, also man wird es den Bock nicht anschmecken oder nicht rausschmecken, aber da sind 35 Bittereinheiten drin. Das ist wichtig. Also ich gebe auch nur Aromahopfen. Ich habe noch nie irgendwas mit Bitterhopfen gemacht. Mache ich nicht. Ich mag Aromahopfen. Ellingen liegt übrigens im Spalter Hopfenland. Wer da mal ist, das ist wunderschön. Brombachsee nebendran. Gibt es innerhalb von einer Viertelstunde, gibt es alles wunderbar zu erradeln. Von Hopfen über Malz, über Brauereien, Seenland, alles da. Und dieses Bier haben wir eingebraut im Ende Oktober, Anfang November. Und das Bier hat immer 14 Wochen im Lagerkeller gelegen. Auch das sehr besonders. Und hat dann, wenn die Endvergärung ziemlich runter war, haben wir das umgelagert, um es von der Hefe runterzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn Biere lange lagern, auch jetzt in Corona-Zeiten haben Biere ja länger gelagert, von der Hefe runternehmen. Ansonsten macht die Hefe Autolyse. Die Hefe braucht nämlich immer Futter in Form von Zucker. Wenn sie den nicht mehr kriegt, frisst sie sich selber auf. Also die kannibalisiert sich. Das gibt ein Produkt, also die Autolyse findet statt und es gibt so ein Geschmacksprodukt, das will man nicht haben im Bier. Deswegen haben wir so nach 7, 8 Wochen das Bier von einem Tank in den anderen gepumpt, also deswegen, also von der Hefe getrennt. Ist natürlich aufwendig, kostet mehr, aber ja, also wir haben jedes Jahr neue Rekorde aufgestellt, immer ein paar Hektar mehr verkauft davon, unglaublich. Also auch der Winterbock, den ich gemacht habe, ja, Wahnsinn. Also das ist halt auch Bockbier gegen, da wird Bock getrunken und auch zelebriert und gefeiert. Ja, und Josefi Bock, ja, das ist was Feines, kann man sich ja fast reinlegen. Und wie gesagt, auch da die Balance zwischen Hopfen und Malz, das muss immer da sein. Und man schmeckt ihm auch den Alkohol nicht an. Das ist auch die Kunst dran, dass eben diese Stärke nicht rauskommt. Also der ist richtig hinterfotzig, wie wir in Franken sagen. Also das stimmt. Den Alkohol merkt man wirklich erst danach. Aber es läuft sehr schön weich, die Kehle runter. Also ein sehr, sehr angenehmes, rundes Bier. War der auch im Urzustand so weich oder hat sich das durch die Lagerung so ergeben? Nee, der war schon durch die 14 Wochen Lagerung relativ weich. Es ist so, dass sich die Alkohole schon ein bisschen umbauen. Wenn du den abfüllst oder probierst nach so 6, 8 Wochen, ist er noch ein bisschen sprittig eigentlich. Also die dunklen Bockbiere vertragen schon die 14 Wochen, 12 Wochen, 14 Wochen. Also wir reden da von über 3 Monaten. Ja, da habe ich einen Tank belegt. Das ist für eine Großbrauerei, Gottes Willen, das ist ja, geht gar nicht. Der Tank muss sich drehen, alle 14 Tage neu belegt sein und so weiter. Das ist da halt das krasse Gegenteil. Ist aber der Qualität geschuldet, ganz einfach. Und auch deswegen, ja, auch die Brauart, also Einmaischverfahren, ganz klassisch, ja, das ist ja so, wie es die Altvorderen schon gemacht haben, bloß neu interpretiert oder halt adaptiert auf die neuen Rohstoffe und dann kannst du diese Biere eben auch lagern. Und dann hält es auch und da floppt nichts aus, da ist keine Eiweißauswirkung drin. Ich bin echt begeistert, dass das nur so ein bisschen, also bei mir so ein bisschen trüb, aber keine großen Eiweißflocken drin, alles gut. Also das ist tipptopp.
Na, wurde ja auch ganz besonders gut gelagert. Ja, natürlich. Wobei es ist einmal umgezogen zwischendurch. Also da hätte auch was sein können. Ja, Frage in die Runde. Wie geht es euch mit dem Bier? Was habt ihr noch für Eindrücke? Habt ihr auch noch Fragen natürlich? Noch eine Frage mal an Stefan. Da ist ja ein hoher Hopfenanteil drin. Ich finde, man schmeckt es, wenn man jetzt ein überaltertes IPA oder so hat, dann hat ja der Hopfen da so eine dumpfe Note. Das kommt sehr leicht bei dem Bier rüber, aber auch wahrnehmbar. Aber rundet das Bier, glaube ich, auch nochmal ab. Also ist es in der Tat sozusagen für so ein dunkles Bier doch eher stärker gehopft, ne? Nee, je stärker das Bier, also je mehr Alkohol, desto mehr Hopfen verträgt es auch. Das ist so das eine. Und beim Dunklen, also dunkle Biere haben halt den großen Vorteil, dass sie durch ihren Malzkörper und durch die Komplexität, wenn ich jetzt zum Beispiel ein klassisches Helles habe, das Straight ist, absolut geradeaus, keine Fehlgeschmäcker drin und so weiter. Wenn ich das lagern will, das funktioniert nicht. Irgendwann kommt die Oxidation durch. Bei dem ist es zum Beispiel jetzt so, auch da bin ich echt begeistert mit der Abfüllung damals in Ellingen, die ja schon was alt war, aber wir haben die gut betrieben und gut gewartet. Und wenn da jetzt viel Sauerstoff drin gewesen wäre, wäre es viel mehr was direkt mit Portugal, ich habe es gerade auf die Zunge gehabt, in die Sherry-Noten gegangen. Durch die Oxidation ist es aber nicht. Also alles gut gemacht in der Produktion, schon Sauerstoff rausgelassen, in der Abfüllung Sauerstoff rausgelassen, funktioniert ganz gut. Also wie gesagt, der Hopfen, ja, du musst ihn immer dagegen stellen und die Kunst ist es halt dann, dass er nicht umkippt. Also ist halt bei hellen Bieren schwieriger. Sagen wir es mal so. Ganz klar. Okay, noch weitere Fragen von euch? Christoph schreibt, das erinnert ihn an einen Barley Wine. Kann ich mir auch durchaus so vorstellen. Ich finde auch diese holzigen Noten finde ich ganz interessant. Also wie sich das so entwickelt hat. Ja, so ein bisschen Lakritze. Ne? Mhm. Holger Meinert, was sagt ihr denn? Oh, entschuldige. Flo wollte es gerade was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, holzig und alles, aber mich erinnert es auch irgendwie so ein bisschen an eine Nussecke, wenn ich da reinrieche, sowieso in die Pastry-Schiene. Auch dann fürs Food-Pairing dann wahrscheinlich ganz passend. Ja, es ist sehr spannend. Also ich finde die Dichtheit einfach wahnsinnig. Also dieses extraktige, Honigartige, also das, also ich stelle mir jetzt zum Beispiel so ein Grießflammerie mit einem Jus-Spiegel oder sowas und dann dieses Bier dazu, das ist so, wo ich sage, wow, schönes Kino sozusagen, ja. Der Patrick hebt gerade noch die Hand. Ja, genau. Also ich habe auch dieses Honig, dieser Waldhonig, der so richtig schön rauskommt, auch im Körper und kraftvoll und richtig rund geworden schon, dieses Bier. Also es macht riesengroßen Spaß, das zu verkosten. Also ich könnte mir jetzt haben wir ja einen Gast aus den Niederlanden, aber diese belgischen Waffeln mit diesem Sirup drauf, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen als Food-Pairing in diesem Bier. Also Uwe, hörst du schon mit? Kannst du? Ja, ich höre schon mit. Die Waffeln, die sind nicht aus Belgien, sorry. Was du jetzt meinst, das sind die Stroopwafels. Die kommen definitiv aus den Niederlanden. Das sind diese zwei kleinen, dünnen mit dieser Karamellschicht dazwischen. Genau. Aus Belgien kommen dann diese Waffeln aus Lüttich, die dann die schön mit Schokolade und Zucker, Schlagsahne dekoriert sind. Aber genau das, was du meinst, ja, kommt dann noch ein bisschen Zimt und so mit durch. Ja. Genau, dann hat die Astrid noch sich gemeldet.
Ja, es erinnert mich ein bisschen nicht so sehr an Honig, sondern an Rübenkraut oder karamellisierten Honig. So ein bisschen noch mehr, ja, noch ein bisschen mehr Säure da drin. Ich fand es spannend. Ich wollte nämlich fragen, ist die lange Lagerung auch in einem Holzfass passiert? Mich erinnert es unheimlich an ein Holzfass. Nee, also nee, ich habe einfach nicht nur die Flaschen aufgehoben. Ah, Stefan, so die Flasche. Also die Lagerung in der Brauerei im Edelstahltank, die 14 Wochen und dann natürlich nur, Markus hat sie in der Flasche aufgehoben. Ja, also es erinnert mich unheimlich stark nach, weiß nicht, Holz, Kastanienholz, Kirschholz, vielleicht macht es auch die Farbe, aber Rübenkraut ganz stark, finde ich. Super, super Sache. Ich hätte nie gedacht, dass das so toll schmeckt, noch so gut schmeckt und hätte es für so ein altes Bier, ich hätte mich voll vertan. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein altes Bier so toll schmeckt. Deswegen habe ich es da reingesteckt. Hm. Ja. Peter, was sagst du? Es ist ja auch kein altes Bier, sondern ein gereiftes Bier. Ja, danke. Ein männliches Bier. Nein, Peter, du bist dran. Ja, also ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Bier und ich darf es jetzt noch nicht mehr essen, aber ich weiß auch, wie das schmeckt. Ja, also mir würde dazu einfallen, Schokolade und Vanillefla mit Hagelslag. Ja? Mhm. Das ist also wirklich, dazu wird es wunderbar passen. Es hat natürlich einen Nachteil auch, das Bier. Ich habe nur eine Flasche. Es gibt auch nicht mehr viel davon. Also ich glaube, ich habe noch 3 Kästen oder so. Dann ist es weg. Also ich arbeite ja nicht mehr in der Brauerei. Ich habe aber damals tatsächlich immer mindestens eine Palette auf Seite gestellt und habe die dann unter der Hand an Sommeliers und bin ja selber Sommelier und Bierfreunde weitergegeben, die es eingelagert haben. Aber die Brauerei an sich wollte das nicht. Also es gibt ja Brauereien, die auch Schlenkerler Eiche zum Beispiel, die gezielt lagern. Das war nicht gewünscht und dann konnte ich es auch nicht machen. Ich war ja nur angestellter Braumeister. Aber ich habe immer eine Palette weggehabt und es sind ein paar Fässer übrig geblieben und so. Also es gab immer schon Möglichkeiten, da noch ranzukommen. Mittlerweile, ja, gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe noch ein paar in den 03er Flaschen, die sind noch älter, oder? Die 03er sind, nee, kommt drauf an. Musst du aufs MAD. Winterbock gucken. Steht da drauf. Ja, den Winterbock habe ich eingeführt. 2012, 13, ich weiß es nicht. Genau, auch da lustige Geschichte. Der Winterbock hieß früher Weihnachtsbock. Der stand dann immer rum nach Weihnachten. Jeder weiß es. Jetzt gibt es ja schon Lebkuchen schon lange gibt es Lebkuchen in den Märkten. Keiner hat mehr Bock nach Weihnachten, irgendwas mit Weihnachten zu hören. Und wenn Weihnachten auf dem Bier steht, steht es wie Blei. Dann habe ich gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze umbenennen in Winterbock und wir packen es in die 033er Flasche. Weil mich nämlich Damen aus Ellingen angesprochen haben, haben gesagt, ja, die halbe ist ihnen zu viel. Die sind einfach zu viel. Also 033, das wäre doch schick. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein Versuch wert. Das war eh immer nur ein Sud Winterbock, aber anderes Rezept, also noch ein bisschen dunkler als der hier. Und das haben wir dann gemacht. Und das Lustige war, also Winterbock lief immer. Weihnachtsbock lief gar nicht. Winterbock lief immer 033 auch. Und die Damen, die vorher keine halbe trinken konnten, haben mir dann freudestrahlend erzählt, dass sie am offenen Kamin saßen oder am Kamin mit ihrem Mann und haben dann 2033er getrunken. Tja, immer eine Frage der, zu viel. Ja. Immer eine Frage der Zählweise. Wunderbar. Ja. So, dann hat jemand noch eine Frage an den Stefan zum Bier, zur Brauerei, zu seiner jetzigen Wirkungsstätte natürlich. Oder möchtest du uns noch was sagen, Stefan? Sonst... Ja, also wir sind ja in der Brauerei auch 2 Sommeliers. Wir haben jetzt wieder angefangen mit Brauereiführungen, so ein bisschen ganz leicht. Wollen das aber verstärkt machen. Sind alle eingeladen, gern vorbeikommen. Vielleicht kann man das im Rahmen der Bierkrimi ja mal machen. Keine Ahnung. Mhm. Es gibt da ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was zu verkosten. Die Gegend ist auch ganz schön, also würde sich anbieten. Aber wer auch so mal da ist, vielleicht mit dem Fahrrad oder sowas am Main entlang fährt, immer gerne willkommen. 2-3 Tage vorher anrufen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Also das geben wir natürlich gerne weiter. Und es ist wirklich so, also die Gegend ist wunderschön. Man hat eben die Möglichkeit, den Main zu genießen. Man hat die tolle Architektur, die da einfach in den Gemeinden entlang des Maines ist. Natürlich auch den Wein kann man ja auch ein bisschen genießen. Und dann eben das gute Bier. Genau. Und wenn noch so ein Hinweis, Wohnmobilfreunde unter euch, man kann sein Wohnmobil dort relativ gut stellen, weil in Schrittnähe, ne, ist es. Ja, 200 Meter neben der Brauerei ist der Wohnmobilstellplatz. Genau. Olaf, das wäre doch mal was. Und Sven, zu dir, also wenn du das magst, also ich kann den Räuberüberfall organisieren, ist kein Thema. Die kommen dann auch. Ja, kann man die Simone kidnappen, genau. Sehr schön. Wunderbar, so, dann haben wir eine schöne Überleitung mit der 03er Flasche und gehen in ein anderes Bierland sozusagen, nämlich in die Niederlande und haben den lieben Uwe. Das hast du ganz schön lange warten müssen, aber das macht es ja auch spannend irgendwie, wenn man so auf den geheimen Gast sozusagen des Abends noch ein bisschen wartet, weil dich haben wir ja nicht angekündigt. Du bist da praktisch so der Überraschungsgast und wir haben aber natürlich die Biere von dir schon in den Karton gesteckt. Deswegen haben die meisten jetzt wahrscheinlich schon erkannt, worum es geht. Aber vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und dann können wir ja vielleicht auch schon mal einsteigen mit dem ersten Bierchen. Ja, klar. Ja, hallo erstmal in die Runde. Überhaupt schön, dass ich überhaupt da sein darf. Mein Name ist Uwe Kalms. Klingt jetzt nicht sehr holländisch. Mein Akzent wird langsam holländisch, aber ich bin gebürtiger Deutscher. Ich komme aus Heidelberg, bin in Heidelberg geboren. Allerdings schon mit 19 aus Heidelberg weg, um in Luxemburg zu studieren. Und dann hat es mich eigentlich die meiste Zeit in französischsprachige Länder oder zumindest teilfranzösischsprachige Länder verschlagen, nämlich Luxemburg, Belgien, Frankreich, bis ich dann meine Frau kennengelernt habe. Die ist Holländerin. Naja, was dann passiert, ist klar. Und ich lebe jetzt seit 11 Jahren in Holland, in den Niederlanden, um genau zu sein. Holland, sagt man ja immer, darf man nicht schon sagen. Ne? Wir hatten das schon mal darüber, ne, Markus? Ich lebe jetzt also in Fürth, das steht auch auf den Flaschen, ist etwas schwierig auszusprechen, bei uns wird ja das G als K ausgesprochen und wenn man ganz im Norden ist, dann ist es so ein richtig hartes K. Das ist ein kleines Dorf eigentlich mit 25.000 Einwohnern, das neben Herzogenbusch liegt und das heißt, wir sind im Herzen von Brabant. Eine sehr burgundische Region von Holland, wo man sehr viel genießt. Und deswegen bin ich auch hier geblieben, eigentlich. Ich habe, weil Markus hat es auch zu mir gesagt, mach mal noch kurz ein paar PowerPoint-Slides klar. Die habe ich klar, aber ich denke, dass es vielleicht nicht so schön ist, wenn man die als Trockenkost so runterwürgen muss. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, dass wir halt schon mal ein Bier aufmachen. Und hier im Hintergrund ist ganz deutlich, welches wir haben. Als erstes den Belgian Buddy. Zudem erzähle ich dann gleich noch was. Aber ich würde, ja, das ist das Blöde bei diesen virtuellen Hintergründen. Da geht die Flasche weg. Ich würde sie einfach mal öffnen. Darf ich eine kurze Frage stellen? Klar. Also auf der Wild Woodchuck Flasche steht unten Utoka drauf und ja. auf dem Etikett von dem Belgian Buddy hast du diese Utoka-Flasche gekreuzt. Was hat das für einen Hintergrund? Der Belgian Buddy, das sind die neuen Etiketten. Das heißt, die ganze Ausstrahlung, die ganze Linie hat jetzt diese Ausstrahlung. Das heißt, das Braustudio als Name kommt nach vorne. Utoka ist ja nichts anderes als eine Abkürzung von meinem Namen, Uwe Thorsten Kalms. Das haben wir zurückgenommen und der Wild Woodchuck, das ist ein gereiftes Bier, der hat also Etiketten vom alten Design. Inzwischen die neuen Woodchucks, die werden auch so aussehen wie der Belgian Buddy, das heißt Utoka wird in den gekreuzten Flaschen stehen und das Braustudio unten größer sein. Probiere ich das dann auch mal? Ich sage erstmal Prost zu allen, weil das... Prost! Prost!
Und dann probiere ich das auch mal hier, Share Screen, wie das funktioniert. Klappt eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Ups. So, jetzt müsstet ihr eigentlich voll den Beginnschirm sehen. Also, das Braustudio. Erstmal guten Abend, so sagt man das ja bei uns, so schön. Welcome in the Braustudio. Zumindest virtuell. Ne? Leider kann ich euch nicht bei uns begrüßen. Braustudio, der Name. Die Frage wird vielleicht sowieso kommen. Der Name kommt eigentlich daher, dass die Idee war, wenn ihr mal im Wörterbuch schaut, was ein Studio ist, ist eigentlich irgendwo, kommt von zwei Sachen. Kommt erstmal aus dem Lateinischen studere und es geht natürlich um das Studieren, um das Weiterlernen, um das kontinuierliche Weiterlernen, Dinge verbessern, ist im neueren Sprachgebrauch aber auch der Arbeitsplatz von einem Künstler. Und jetzt werdet ihr mir sicher nicht gegensprechen, wenn ich sage, dass ihr Kunst ist. Und das war ein bisschen so die Idee hinter dem Namen Braustudio, um das nach vorne zu stehen. Außerdem ist so ein Arbeitsplatz von so einem Künstler, so ein Studio ja eigentlich immer offen. Und das ist auch bei uns. Die Türen, wenn wir da sind, was nicht immer ist, aber wenn wir da sind, die Türen stehen offen, dann kann jeder reinlaufen, kann schauen, was wir machen, kann in unsere Kessel schauen. Wir wollen also vor allem mit unserer Philosophie sehr offen sein. Es gibt keine Geheimnisse bei uns. Jeder kann schauen, was wir machen. Und das wollen wir auch so nach außen tragen. Deswegen halt das Braustudio. Wir haben deswegen auch unsere Fahne ein bisschen geschrieben. Ja, was sind wir? Wie wollen wir uns nach außen präsentieren? Aber was sind wir vor allem selber? Und das ist unkonventionell. Also wir pfeifen ein bisschen auf, das kommt noch später, auf Traditionen. Wir sind auch nicht massentauglich. Wir haben keine Idee oder wir wollen keine große Brauerei werden. In dem Sinn, wir wollen nicht mit den großen Hunden jaulen. Wir wollen einfach nur unser Ding machen und das halt offen und transparent. Wie gesagt, ihr seht es auch auf den Etiketten. Wir schreiben eigentlich alles, was wir wissen über unser eigenes Bier. Das steht auch auf den Etiketten. Für Bier-Nerds und Bier-Geeks ist es natürlich sehr, sehr schön, für andere oft ein bisschen verwirrend, aber gut, die müssen dann damit leben. Keine Tradition, das ist vor allem in Deutschland dann so ein Ding, weil viele Brauereien ja mit Traditionen nur so um sich schmeißen, hunderte Jahre Brautradition und. Und wir haben halt das Glück und auch für uns geclaimt, dass wir halt keine Traditionen haben. Und damit können wir halt auch Dinge anders tun, weil wir nicht uns verpflichtet fühlen, Dinge so zu tun, wie sie schon 100 Jahre gemacht werden. Kompromisse gehen wir dabei nicht ein, das heißt nicht auf der, bei der Auswahl von Zutaten, aber auch nicht bei der Produktion. Und experimentieren, klar wollen wir experimentieren, aber nicht um zu experimentieren. Gerade hier in Holland, wir sind jetzt hochgeschossen nach beinahe 1000 Brauereien. Und die verrücktesten Biere, die sind hier an der Tagesordnung. Es gibt nichts, was es eigentlich noch nicht gegeben hat. Da kommen einem schon manchmal die Zweifel auf, machst du das jetzt, weil du ein besseres Produkt hätten möchtest oder machst du das einfach nur, weil du jetzt irgendwie dadurch ins Picture von der Öffentlichkeit kommen möchtest. Und wir haben halt gesagt, Experimente ja, aber dann muss das Produkt oder auch der Produktionsprozess dadurch besser werden, weil sonst haben wir nichts von Experimenten. Gewinnorientation zweitrangig, das klingt so schön, aber das ist auch einfach so. Ich und mein Partner, wir sind aus der Hausbrauerszene rausgewachsen, also wir sind beide keine gelernten Brauer. Das hier ist dann auch so ein bisschen so eine Speerspitze für die Quereinsteiger. Wir haben also beide das Brauhandwerk nicht in der Schule gelernt, wir sind Autodidakten. Und wir tun unser Ding. Wir haben einfach Spaß mit dem, was wir tun. Und wenn wir davon leben können, dann ist es gut. Wie gesagt, wir wollen keine große Brauerei werden. Wir wollen keine Sklaven von unserer eigenen Firma werden. Weil dann müssen wir Dinge tun, die wir vielleicht selber nicht mehr wollen. Und dann wird der Gewinn effektiv zweitrangig. Und sturköpfig, das ist der Brauer sowieso.
Ja, wir haben ein 7-Hektoliter Brauhaus. Das seht ihr hier. Das auf dem Bild ist mein Partner, Paul. Und der muss jetzt arbeiten. Der steht da jetzt in der Brauerei. Es gibt Luxuspferde wie mich und dann Arbeitspferde wie Paul. Und die Brauerei, die haben wir in der Ukraine bauen lassen. Warum in der Ukraine? Ich meine, oder Deutschland, Tschechien oder China. Das ist eigentlich das, wo man heute Brauereien bauen lässt. Deutschland war uns ganz ehrlich gesagt zu teuer, als wir die Brauerei aufgerichtet haben. Und China war uns dann irgendwie zu weit weg. In der Ukraine haben wir Leute gefunden, die ein bisschen mehr unsere eigene Mentalität verfolgen. Mit denen konnten wir besser reden, mit denen konnten wir eigentlich besser schalten bei dem, was wir wollten. Und sie waren noch nicht so weit weg. Also in den Flieger steigen nach Kiew ist doch etwas weniger aufwendig als nach China. Paul selber ist Ingenieur. Der hat also das meiste von der Brauerei selber gezeichnet. Und die in der Ukraine, die haben einfach nur gemacht, was wir wollten. Die haben einfach nur gebaut, was wir wollten. Jetzt ist die Brauerei gebaut eigentlich für die Räume, wo sie entsteht. Das heißt, sie ist sehr kompakt. Sie ist auch sehr einfach eigentlich. Sie ist sehr effizient, aber sie ist Basis. Weil wir wollten halt unser Hobby irgendwo zu unserem Beruf machen. Das heißt, wir haben sie nicht computersteuern lassen. Ganz bewusst nicht. Wir wollen da halt noch unsere Hand dran legen. Wir stehen den ganzen Tag in der Brauerei, wenn wir brauen, und stehen neben den Kesseln und timen, wann wir weiter müssen. Dann haben wir 6-7 Hektoliter drucklose ZKGs und 2-3 Hektoliter Druck-ZKGs. Die großen, die kommen aus der Ukraine auch. Die kleinen, die sind von SS Bluetech. Und die kommen eigentlich nur für unsere Spezialbiere zum Einsatz, weil alle anderen sind eigentlich Flaschengärung. Da gehen wir eigentlich mehr auf die belgische Schiene und damit haben wir knapp 50 Hektoliter monatliche Kapazität in unserem Brauhaus. Wir füllen das ab selber mit zwei verschiedenen Füllern. Wir haben 4 Kopf Vakuumfüller. Den Vakuumfüller benutzen wir natürlich nur für die Biere, die Flaschengärung bekommen, weil da haben wir keine Kohlensäure nötig. Und für die anderen, da haben wir auch kleinere Tanks, haben wir nur einen 2-Kopf-Druckfüller. Vielleicht ganz wichtig, und das ist auch ganz schön, ich habe vorhin schon mal ein bisschen Diskussion über Reinheitsgebot und sonstige Dinge bei euch gehört, und das ist ja auch ein großes Thema in Deutschland. Hier ist es absolut kein Thema, weil die Brauer können eigentlich im Großen und Ganzen machen, tun und lassen, was sie wollen. Irgendwo bleiben aber so deine eigenen Roots, die bleiben natürlich irgendwo im Hinterköpfchen. Und die 3 Biere, die ihr heute vor euch habt, die sind Reinheitsgebot gebraut. Das heißt auch, wann immer es möglich ist, probiere ich, dass die Biere nach meinem Verständnis vom Reinheitsgebot gebraut werden. Das heißt wirklich pur mit den 4 Basisingredienten, Zutaten. Ich lasse mich davon aber nicht an die Kette legen. Und das muss in Holland auch Gott sei Dank nicht. Ich finde es nur halt reizvoll und schön, um zu zeigen, dass Dinge auch innerhalb dieses Reinheitsgebots möglich sind, die man eigentlich nicht für möglich hält manchmal. Dass da doch ganz andere Produkte rauskommen, an die sich die deutschen Brauer noch nicht so richtig trauen manchmal. Ein bisschen was zu den Zutaten. Unser Malz, das kommt vor allem aus Seeland, aus einer kleinen Melzerei, die Swan heißt. Und auch hier ist einfach vor uns, das ist eine kleine Melzerei, die machen echt schöne Malzsorten. Und da kommt es eigentlich dann irgendwann nicht mehr auf den Preis an, auf dem Niveau, auf dem wir operieren. Was den Hopfen angeht, ist es etwas schwieriger, weil da haben wir natürlich nicht unbedingt die beste Hopfenanbaugebiete hier in dichter oder unmittelbarer Nähe. Wir haben ein kleines hier in Scheindl. Da haben wir brauchen auch einige Hausbiere und da brauen wir dann für verschiedene Hotels und Gastronomie, die in Scheindl sind, auch mit dem Hopfen von dort. Aber die haben halt nicht genug, dass wir damit alles brauen könnten.
Hefe. Wir arbeiten grundsätzlich mit Trockenhefe, weil wir halt kleine Tanks haben und nur gezielt die Hefe zugeben. Für uns hat Hefeführung macht keinen Sinn. Und Wasser, ja, wir verarbeiten oder wir bereiten unser Wasser nicht auf. Wir benutzen das Wasser so, wie es ist. Unser Wasser ist auch gut. In den Niederlanden ist das Wasser sehr, sehr gut. Und wir haben sehr weiches Wasser. Also von daher können wir da sehr gut mit umgehen. Und natürlich benutzen wir auch Zufügungen, also Adjuncts. Hier in Holland ist eigentlich alles erlaubt. Es gibt nur zwei Bierstile, die eigentlich geschützt sind in Holland. Das ist einmal das Pilsner, das ist ganz klar umschrieben und ganz witzigerweise der niederländische Herbstbock. Aber ansonsten, es gab eine Warenverordnung, die relativ streng war. Und die war eigentlich ausgearbeitet von den großen Brauereien in Holland. Das haben sie inzwischen gekippt. Also inzwischen kannst du alles, was nicht irgendwo gegen die Waren oder gegen das Nahrungsmittelgesetz verstößt, kannst du eigentlich in deinem Bier benutzen. Gut, für verschiedene Bierstile, ihr hattet vorhin einen Witt, ganz klar, da gehört Koriander rein, da gehört Curaçao-Schale rein. Wenn du so ein Bier machen willst, dann kannst du das nicht nach dem Reinheitsgebot brauen. Wenn du dann allerdings Bio-Koriander und Bio-Orangenschale benutzt, dann frage ich mich sowieso, warum das Bier dann nicht mehr rein sein sollte. Das ist dann der andere Punkt. Und das Wichtigste ist dann doch am Ende, was aus der Flasche kommt. Und da haben wir es jetzt dann heute Abend drüber. Das war die Präsentation. So, jetzt können wir uns den wichtigen Dingen widmen, nämlich dem Bier. Ihr habt ein Triple im Glas, hoffe ich, nicht mehr in der Flasche. Und wie gesagt, das ist ein Triple, das pur nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Triples, das sind ja sehr, sehr, es sind ja eigentlich Hefe-Forward-Biere. Das heißt, die Biere sind gekennzeichnet durch den Gebrauch von Hefe. Wenn ihr jetzt den absoluten Klassiker, nämlich das Westmalle Triple nehmt, das in seiner Urform ja ohne Zufügung von jeglichen Kräutern oder sonstigem auskommt. Es ist einfach nur ein sehr, sehr stark eingebrautes Bier, was ganz typisch mit dieser Triple-Hefe vergoren wird. Und diese Triple-Hefe, die kann selbst diese ganzen Kräuternoten anmachen. Das Einzige, was sie braucht, ist Zeit. Und die meisten Brauer wollen halt keine Zeit geben an ihr Bier. Dieses Bier, das steht bei uns mindestens 4 Monate, bevor es rausgeht, um der Hefe diese Zeit zu geben in der Flaschengärung. Wenn du ein Bier halt schneller auf den Markt bringen willst, wenn dein Durchlauf größer sein muss und schneller sein muss, ja, dann fügt man halt Kräuter dazu und dann geht es halt auch schneller. Und das machen wir halt bei diesem hier nicht. Und auch die 9,1%, das Ding ist ziemlich stark. Die kommen allein aus der Schüttung und halt nicht durch die Zufügung von Zucker wie in Belgien. Ja, mit 9,1 ein schönes Einsteigerbier, würde man sagen. Ne? Nein, aber wirklich. Terrassenbier? Terrassenbier, genau. Aber ein sehr, sehr, sehr angenehmes, weiches Bier. Sven, du meldest dich? Ja. Also ich finde es auch absolut schön. Also es ist ein Hammerbier, weil bei den belgischen Bieren finde ich diesen Invertzucker, den man da häufig verwendet, den schmeckt man irgendwie auch so als besonders, als besondere Süße raus. Das ist in dem Bier gar nicht vorhanden. Das ist also wunderschön. Also insofern werde ich dann auch ein Fan von Triple-Bieren, die mir manchmal ein bisschen zu süß sind. Ne? Ich habe nur noch eine Frage an dich, Uwe. In Holland oder so, wird da mehr eigentlich so in Richtung belgische Bierstile gebraut oder doch auch mehr so in die deutsche Richtung? Wie würdest du das so für Holland beschreiben? Also Holland ist ja ein ganz klassisches Pilsland eigentlich. Wenn du jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehst, 1976 hatten wir hier 13 Brauereien. Und es waren einfach nur Pilsbrauereien, Heineken, Grolsch und nehmen Sie mal.
Danach haben sich wieder kleine Brauereien gefestigt, aber eigentlich war die Bierkultur relativ monoton Richtung Pilsner. Das Einzige, was von der, es gab mal eine relativ große holländische Bierkultur, aber da ist eigentlich nichts übrig geblieben. Das Einzige, was dann irgendwann übrig geblieben war, war das Oud-Brown, aber dann halt kein belgisches Oud-Brown, also kein flämisches, sondern das niederländische, das ja eigentlich ein gezuckertes Braun-Leichtbier ist. Und die Holländer sind ja so ein richtiges Unternehmervolk. Das heißt, als die gemerkt haben, was in Amerika abgeht mit der Craft Beer Revolution, dann riechen die hier auch Blut. Und dadurch, dass die Tradition nicht so ist, ja, davor war das meistgetrunkene Spezialbier war ein Dübbel aus Belgien hier. Aber die haben sich halt direkt gestürzt, wie die Iren hier, auf IPAs und andere Dinge. Und der Konsument, also der Biergeek, der ist hier sehr offen. Der hat das also angenommen. Der traditionelle Biertrinker, der wird so wie in Deutschland nicht von seinem Haus- und Heimatbier abweichen. Das tut er nicht. Du hast also diese zwei, aber generell sind die Holländer ja sowieso sehr weltoffen und das macht sich auch in der Bierszene irgendwo bemerkbar, dass du eigentlich keine richtige Tendenz hast. Klar, zuerst kamen viele belgische Biersorten rein, Triples, schwere Blonde, Witbier, all das gehört einfach zum Standardrepertoire ein bisschen von den Brauereien. Aber auch britische Bierstile, amerikanische neue Bierstile. Womit sie sich wirklich etwas schwerer tun, sind die Deutschen. Also ich liebe Kellerbiere und ich hatte hier ein Kellerbier gebraut. Das versteht hier niemand. Ich kann das nicht verkaufen. Das kauft mir niemand. Also wenn die Niederländer hierher kommen, dann trinken sie es. Bitte? Wenn die Niederländer hierher kommen, dann trinken sie es gerne in großen Mengen. Ja, aber wenn sie dann wieder zurück sind, dann, ja, das ist, also es ist schon ganz komisch. Und wenn wir auf einem Bierfestival stehen, wir machen zwei Bierfestivals normalerweise in Deutschland, und wir wundern uns doch immer wieder, du gehst auf ein Spezialbierfestival und das Erste, was überall ausverkauft ist, ist ein Pils. Wir machen gar kein Pils. Da darf ich auch nur mal kurz einmerken, wir haben auch ein Kellerbier, also ein Zwickel. Alle, die auf der Brauereiführung sind, alle, die auf dem, die das mal probieren, sagen, ja, das ist ja viel besser als unser filtriertes. Aber das ist eine Randsorte. Unser Kellerbier war vorher aus dem Hellen, jetzt mache ich es aus dem Export, kriegt ein bisschen mehr Zwickel statt Kellerbier, weil es ist immer noch eine wahnsinnige Randsorte. Aber jeder, der es probiert, sagt, es ist unfassbar gut. Aber die Verkaufszahlen stehen dem unfassbar entgegen. Und das ist halt das, klar freue ich mich als Brauer über ein Lob und es macht mir auch Spaß und ich finde es schön, dass das Zwickel jetzt nicht mehr ins MHD reinläuft und es verkauft sich dreimal besser als vorher das Kellerbier, aber von der Resonanz, wenn es die Leute mal probieren, ist es immer, ja, das ist ja viel besser als unser Export. Ja, unser Export verkauft sich viermal besser, unser Urhell. Und das ist halt die Diskrepanz. Du hast halt, klar, wenn sie es Leute probieren, sagen, es ist super geil, aber sie kaufen es nicht. Ja. Das ist als Brauer ein bisschen schwierig, weil wir müssen halt Geld verdienen. Obwohl die Leute sagen, ja, das ist das bessere Bier. Ja, das weiß ich ja auch. Ich weiß, dass unfiltrierte Biere besser sind. Deswegen mache ich sie ja auch so gerne. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie meine Brauerei finanzieren. Also jetzt nicht meine in dem Fall, weil ich ja Angestellter bin. Beim Movie ist es ein bisschen was anderes, aber bei dir ist es das Gleiche. Du magst Kellerbiere, du weißt, die sind besser, die Leute probieren sie, sie sind besser und sie kaufen sie nicht. Ja, na, hier ist es eher so, dass wenn ein Holländer im Urlaub ist, dann trinkt und isst er ja lokal. Ist kein Problem. Weltoffen, wie die sind, wenn sie zu Hause sind. Und sie kaufen dann ein Kellerbier zum Beispiel. Und ja, Kellerbier, den Ausdruck kennen sie dann nicht. Schreibst du dann drauf, naturtrübes Pilsner zum Beispiel. Dann schenken die das aus und sagen, ja, das ist aber ungefiltert, das will ich aber gar nicht. Ja, steht drauf, naturtrüb, aber macht nichts. Also ist ein ganz schwieriges Ding. Und Pils für uns zu brauen, klar ist Pils ein Volumenmodell. Wie gesagt, das ist nicht unser Streben. Auf der anderen Seite, ja, muss ich wirklich gegen Grolsch, Heineken und die ankacken? Das kann ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Dann machen wir lieber unsere Spezialitäten und trinken die auch selber gerne.
Ja, apropos trinken selber gerne. Wie wäre es, wenn wir ein Bier weitergehen? Oder wollt ihr noch ein bisschen an diesem schönen 9% Bierchen? Ja, was ihr noch, habt ihr noch andere irgendwie Bemerkungen zu dem Bier? Weil es ist ja doch eher undeutsch. Also es ist vor allen Dingen, ich habe es gerade reingeschrieben in den Chat, es ist leider leer, ich könnte mich in den Geruch reinlegen. Also es ist so schön, das ist ein fantastisches Bier gewesen. Also leider ist es schon leer. Danke. Noch ganz kurz, ich kriege ja oft die Frage, jetzt nicht, deswegen nehme ich es einfach mal vorweg. Einmal, warum sind die Fritten da drauf? Und dann, warum heißt es Belgian Buddy? Die Fritten sind da drauf, weil einfach dieses Bier und, wie auch meine Vorbrauer-Kollegen, bin ich ja auch Biersommelier und mir liegt es halt auch am Herzen, dass die Biere gut kombiniert werden können. Und das hier ist einfach ein Fettschneider. Dieses Bier mit echten, so belgischen, dicken, fetten Fritten, das geht einfach fantastisch gut. Der Belgian Buddy, der hat für mich schon eine Bedeutung und deswegen heißt das Bier auch so. Ich habe in Luxemburg studiert und in Luxemburg dann meinen Freundeskreis aufgebaut und irgendwann abends saßen wir dann zusammen und dachten, ja, weißt du was, wir müssen einfach mal unser eigenes Bier brauen. Das haben wir gemacht, probiert. Und irgendwann sagte einer von diesen Kollegen, der sagt zu mir, weißt du was, du mit deinen deutschen Ideen, ja, ich kam aus Deutschland. Für mich war die Bierkultur, nach dem Bockbier eigentlich zu Ende. Und er kam dann immer mit Sachen, die ich nicht kannte, damals nicht. Und hat gesagt, weißt du was, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Du nimmst dir jetzt ein Wochenende frei und dann fahren wir zusammen nach Belgien rüber, weil er war Belgier. Und dann zeige ich dir mal, was Bier ist. Okay. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alles gut gefunden. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte kein gutes Wochenende. Es war ein fantastisches Wochenende. Und ich hatte halt zwei neue Freunde. Ich hatte zwei neue Freunde. Das war Erik, eben dieser Belgier, mit dem ich dann auch später angefangen habe, Bier zu brauen und meine erste Brauerei errichtet habe. Und es war das Triple. Ich habe mich verliebt in diesen Bierstil und deswegen heißt es auch Belgian Buddy. Das ist eigentlich so ein bisschen Hommage an diese zwei, an einmal den Bierstil und an Erik selber. So viel zu diesen zwei Fragen, die ich normalerweise kriege. Sehr gut, also ich hätte sie dir sonst auch noch gestellt, aber und die Astrid wollte sie dir, glaube ich, auch stellen, also insofern haben wir das sehr gut gelöst. Oder Astrid, das war doch dein Begehr. Na, die Astrid wollte das, glaube ich, fragen, ja. Oder? Ja, genau das wollte ich ja. Als Grafikerin gehe ich natürlich immer auch auf Etiketten. Und ist auf dem Foto bist du das, Uwe? Die Frage kriege ich auch öfters. Nein, das bin ich nicht. Okay. Könnte sein. Sehr auf den Tisch feiern. Ja. Ist gut gecastet, aber nee, ich bin es nicht. Ja. Das Geld hättest du sparen können, Uwe. Ja, das hatten wir uns auch schon überlegt, das stimmt schon. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bier, so dicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, wonach das jetzt eigentlich überall schmeckt. Es schmeckt nach unheimlich viel, aber es ist wirklich ein tolles, ist es denn jetzt ein Triple? Es ist ein Triple, also ja, ist ein genau. Klassisches ja. Triple vom ja. Brautyp her und eigentlich auch ein bisschen in die Idee, wo der Name Triple eigentlich herkommt und die Idee, das war ja, ist ja eigentlich eine Steuersache gewesen, ursprünglich in Belgien, dass man diese Art Biere gebraut hat und so machen wir das eigentlich auch, dass wir haben das Sudhaus so konstruieren lassen, dass wir von Anfang an eigentlich so eine Schüttung auch machen können. Auf 7 Hektar hast du da doch schon was an Malz nötig, um 9,5 oder 9% da rauszukriegen.
Und das war eigentlich schon von Beginn an irgendwo unser Steckenpferd, dass wir gesagt haben, die Brauerei muss das auch können, weil wir sowas machen wollen. Okay, hast wunderbar. Du hast dann auf die kleinen Gefäße schon 200, 250 Kilo Malzschüttung wahrscheinlich. Und wenn man die Fotos sieht, jetzt, also für mich als Technologen, das ist schon eine relativ gute Höhe. Also das Zeug dann durch den Läuterbottich zu kriegen, ist technologisch eine relativ große Anforderung. Das ist jetzt für euch beim Trinken so ein Triple mit 9%. Das 9% Alkohol klingt jetzt nicht viel. Das hat über den doppelten Gehalt von einem klassischen Hellen. Und die Malzschüttung ist nicht nur das Doppelte, sondern so ein Faktor 2,2. Und im Läuterbottich mit der Dichte beim Abläutern ist das richtig hässlich. Ja. Wenn dann da noch Weizenanteile mit reinkommen, reden wir nicht über richtig hässlich, sondern wenn du einen Fehler machst, bist du weg. Ja. Und weg in dem Sinne von 4 Stunden Arbeit sind kaputt und du musst es auch noch selber wegputzen. Ja. Und hast nichts zu trinken. Da muss man nicht gelernt sein, und ich glaube, der Uwe macht einen ganz guten Job, dass man nach ein, zwei Mal merkt, so, ja, das ist schon Scheißdreck. Und 9% Alkohol bei der Schüttung aus der Anlage rauszuholen, würde ich mir jetzt tatsächlich nicht auf dem ersten Anlauf zutrauen. Definitiv nicht. Nee, also auf den ersten Anlauf haben wir das auch nicht gemacht. Das wäre auch ein bisschen übertrieben, aber na gut, man arbeitet sich daran hin. Und sie kann es. Ich meine, das Volumen, das du rauskriegst, ist natürlich deutlich weniger. Logisch. Aber es funktioniert. Oh, es funktioniert. Patrick, was funktioniert bei dir? Also das Bier funktioniert fantastisch. Ist ja schon leer, leider. Nee, aber ich wollte noch fragen, Uwe, du sagtest, du hast in Luxemburg studiert und dann werden wir hier hellhörig. Hast du dort auch viel mit Luxemburgern zu tun gehabt und dort auch die Bierkultur, ich weiß noch nicht, wie lange ist es her ungefähr, weil, wie gesagt, so langsam entwickelt sich im Ländchen so ein bisschen was in Richtung Biervielfalt geht, aber es ist halt eben auch noch so große Industrie und AB InBev und so weiter und so fort. Ja. Ja, erzähl mal. Also wie gesagt, wir sind 24 Kilometer von der Grenze weg und fahren oft rüber, weil für uns ist das halt eben genau der Einkaufspunkt für belgische und niederländische Bierspezialitäten, die da schon anfangen. Und ich bin jetzt seit 13 Jahren weg aus Luxemburg wieder. Hab da 27 Jahre gelebt. Also von daher kenne ich das Ländchen schon ein bisschen. Die Bierkultur hat es da sehr schwer, aber das liegt natürlich effektiv an Charles Lanser, den Chef von Bofferding, und an AB InBev, die Dickirch aufgekauft haben. Die machen den Markt ziemlich zu. Die Brauerei Simon, die sich ein bisschen dagegen querstellt. Ich war mitbeteiligt an der Brasserie de Redange früher. Und wir hatten das Okkult damals gebraut. Und naja gut, der Chef, der hat die ganze Chose an die Wand gefahren, leider. Was ganz witzig ist, dass du dann doch noch siehst, das Rezept von dem Bier, das wurde verkauft an Simon, und das Okkult gibt es tatsächlich noch immer im Supermarkt zu kaufen. Allerdings in einer anderen Variante, weil unsere ursprüngliche Variante, die war mit Weinhefe. Weil wir sind ja im Weinland in Luxemburg, ne? Das war schon ein ganz tolles Ding. Aber ansonsten, ja, es passiert da ein bisschen was, aber halt auf schwacher Flamme, was ich sehe. Sebastian Smolka, ein Biersommelier-Kollege und Freund, ja, wenn ich sehe, der kämpft da mit bloßen Fäusten gegen Windmühlen, das ist schon schwer, was da passiert. Auch die verschiedenen Kleinstbrauereien, ob sie jetzt Totenhopfen oder so hast, die tun sich auch schwer, kommen aber langsam, kommen auch mit guten Bieren. Verschiedene, die weichen sogar aus und brauen ihre Biere hier bei uns in Holland, weil in Luxemburg halt keine Kapazität ist. Ja, muss noch ein bisschen was passieren, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich dir sagen kann, da bin ich auch zu weit weg, um zu sagen, das sind die letzten neuen Erkenntnisse aus Luxemburg.
Ja, also wie gesagt, du sprichst gerade Totenhopfen an, also die beiden, ich habe die auch kennengelernt und zwei ganz, ganz tolle Brauer, die halt sehr, sehr viele Kollabiere machen, überall in Portugal, in Osteuropa, auch hier bei hier in Elmenia haben sie schon Biere gebraut, in Bonn und mit dem Fritz. Also sehr, sehr gut, die versuchen es da und es kommen jetzt immer mal so noch zwei kleine, gibt es noch Barre Brewing, glaube ich, yeah. Auch so ein bisschen versuchen, aber natürlich, du bekommst es halt, ja, im Supermarkt, ja, weiß ich nicht, wie gut es dort ankommt, aber hier bei uns kommt es, also das ist Totenhopfen, finde ich, habe ich bis jetzt kein schlechtes Bier gehabt von denen, also sehr, sehr spannend. Schmeißen natürlich ziemlich viel rein in die Biere, aber überaus gut und ja, ich bin gespannt. Jo, apropos Bier, jetzt sollten wir auf jeden Fall mal zum nächsten schreiten. Genau. Sonst verdurstet irgendjemand hier in der Runde. Und ja, wir haben ja noch ein ungelabeltes Bier, das machen wir ganz zum Schluss natürlich, wo ihr dann auch alle schätzen könnt, was es ist. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Woodchuck, Wildwood Chuck. Wilden Holzfäller, genau. Ja, dann ran an den Mann. Ja, wie kriege ich das ins Bild? Ich glaube, ich muss einfach mal die Kamera, den Hintergrundeffekt... Die Fritten weg. Ja, genau, die Fritten mal kurz weg. Dann sieht man auch, wie man das einschenkt. Meins ist noch etwas zu kalt, muss ich ehrlich sagen. Und dann bin ich mal gespannt, weil das hier ist, obwohl Reinheitsgebot, absolut, absolut anders. Es ist Wahnsinn. Auch eigentlich belgischer Bierstil oder eine belgische Brauart. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass mal kommen, weil hier passiert ganz viel. Oh ja. Oh ja. Balsamico, Baby. Sehr schön. Auf jeden Fall wild. Sehr wild sogar. Jeden Fall irgendwas Dunkelbeeriges. So Johannisbeere oder sowas. Schwarze Johannisbeeren, ne? Ja. Boah. Ja, lege ich da mit Sherry so richtig so ein bisschen? Mhm. Boah, mega, ey. Boah. Ja, und Kirsche, Philipp, genau. Kirsche. Mhm. Auch gesagt. Boah. Johannisbeeren. Mhm. Beerenmix, Sherry, Holz. Holz. Oh ja. Oh ja. Also im Geschmack, Philipp schrieb eben Kirsche, also im Geschmack auch. Holger, das müsste doch auch nach deinem Geschmack sein, oder? Ja, Hammer. Also, ist super schön. Ganz endlich, lecker. Endlich mal ein Feierabendbier, oder? ja, also genau zum Abschließen. Also genau, das Feierabendbier zum Abschließen. Aber jetzt haben wir ja noch ein ungelabeltes, da bin ich schon ganz gespannt. Ja. Aber das ist, ja, also damit könnte man auch abschließen, auf jeden Fall. Also Moncherie finde ich eine schöne Beschreibung. Hat der Dirk Moncherie, ja. Ja. Es ist sehr, sehr schwer, dieses mega tolle, komplexe Getränk in Worte zu fassen. Also das ist alles Hammer. Ja, der Rotweincharakter, das ist auch ein guter Kommentar. Also eigentlich habt ihr hier eine Interpretation, weil
Man darf das natürlich offiziell, darf man alles, aber sollte man nicht. Das ist eine Interpretation von einem flämischen Rotbier. Mhm. Die flämischen Rotbiere, die sind natürlich gekennzeichnet, weil sie in alten, riesen Weinfässern vergoren werden. Und das ist auch hier passiert. Also das Basisbier ist ein schweres Dübbel, Richtung Quadruple gehen, mhm. Und wird danach vergoren in diesen Rotweinfässern. Logischerweise kriegst du dann diesen Charakter und diese Beere. Aber wir haben dann, wie gesagt, unsere eigene Interpretation gebracht. Das hier ist jetzt schon der dritte Batch. Beim ersten Batch haben wir einfach dieses Bier gebraut und wir wollten einfach mal erfahren, was wirklich Wildbiere sind. Kann man Wildbiere bei uns machen? Wie werden Wildbiere? Weil die Belgier, die schwören ja auf ihre wilden Häfen, vor allem in Brüssel. Und wir dachten, ja, das muss doch gehen. Wir sind also in die Ardennen gefahren. Wir haben dieses Bier gebraut und haben uns so ein offenes Kühlschiff gebaut. Und denk jetzt nicht an Riesendinger, das waren mal gerade mal so 200 Liter. Und haben das auf unseren Bus oben drauf gestellt und haben das Bier in Fässer gefüllt und sind in die Ardennen gefahren mit dem Zelt, haben da ein Wochenende gezeltet, haben das Bier in dieses offene Kühlschiff gelassen und haben dieses Bier da wild vergären lassen. Haben einfach mal geschaut, was passiert damit. Der Gärprozess, der kam auch wirklich gut auf Gang. Die Säure war relativ scharf. Weswegen wir dann gesagt haben, okay, in einer echten Version müssen wir diese Säure, die Hefe, die wir jetzt eigentlich eingefangen haben in diesem Bier, die müssen wir schon ein bisschen in Bahnen leiten, die eigentlich den ganzen Charakter vom Bier etwas anders machen. Sanfter, runder. Wir haben also das Bier nach dieser Gärung nochmal zweit vergoren mit einer Abteihefe, einer belgischen, und dann ging das eigentlich ganz gut. Erste war noch relativ unrund. Wir haben die Hefe dann fortgeführt und das ist das einzige Mal, dass wir die Hefe fortgeführt haben. Und fortführen heißt in dem Fall einfach nur, dass wir es in diesen Rotweinfässern liegen ließen und neues Bier draufgefüllt haben. Und der zweite Batch, der war einfach nur fantastisch. Und das ist jetzt der dritte. Das Bier wird einfach nur rund. Was wir schon machen, ist, wir nehmen jedes Mal neue Rotweinfässer, weil sonst kommt einfach zu viel Rotwein, der rausgewaschen wird. Wir kommen zu viel ans Holz und dann kriegen wir einen Holzeffekt, der zu streng wird. Den wollen wir nicht. Also wir wollen nicht zu viele Tannine rausholen aus dem Holz, weil wir wollen ja eigentlich kein Holzbier haben. Wir wollen kein Whisky-Effekt hier kreieren, sondern wir wollen einfach nur diesen leichten Holztouch und vor allem diesen Bärentouch haben in diesem Bier. Und wie gesagt, dann lassen wir das bei uns in der Brauerei ein Jahr stehen, dass es in der Flasche nochmal zur Ruhe kommt und dann geht es erst raus. Und deswegen auch das ältere Etikett. Jetzt kommt der neue Batch raus und dann wird auch das Etikett angepasst. Aber ja, wir sind eigentlich inzwischen sehr zufrieden mit dem Resultat von diesem Bier. Also ich finde das wirklich ganz toll. Also spannend finde ich auch so nach dem Trinken, es bleibt ja ganz viel dann ganz lang da. Und das ist schon... Es bleibt lang da, aber Es bekommt nicht diese holzige Bittere auf deiner hinteren Zunge. Und ja. da war mir sehr viel dran gelegen, dass halt das nicht so durchbricht. Ja. Ja, Flo hat die Hand gehoben. Eins würde mich interessieren, also ein gutes Flanders Red lebt ja schon von diesem leichten Essig-Touch, von diesem Anstrich, ja. Was dieses absolut hat und mir für mich dann so, sag ich mal, so das Ganze ausmacht, ob ich sage, das ist ein geiles Bier oder nicht, ja. Und machst du da irgendwas oder macht ihr da irgendwie was Besonderes, um das rauszukitzeln auf dem Niveau? Also diesen Essig-Touch. Naja, der kommt durch diese wilde Hefe. Wenn wir die nicht fortführen, also wenn du die nicht drin hast, kriegst du diese, wenn du nur
mit eigentlich dieser Mikrokultur, die im Fass ist, im Rotweinfass arbeiten würdest, dann kriegst du ein sehr, sehr rundes Bier, aber du kriegst halt diesen spitzen Touch, den kriegst du nicht rein. Den kriegst du nur mit dieser wilden Hefe, die zugefügt wird, dadurch, dass wir es halt fortführen. Okay. Ohne das hätten wir den nicht. Nee. Okay, aber bei einem Lambic oder bei einer egal oder Göse halt, hat man das ja nicht. Und bei einem Flanders oder ein Flanders Red ist das schon diese Essigsäure. Die Essigsäure. Wenn du ein echtes Lambic, aber nicht so ausgeprägt. Ja, weil die geblendet sind. Ja. Weil die geblendet, aber es gibt also, wenn du mal von Boden dir diese Einzelflaschen besorgst, da hast du die Flaschen dabei, die haben noch mehr Essig als das da. Ja. Ja. Also wahrscheinlich. Wenn du mal in Brüssel bist und du gehst nach Cantillon und du nimmst einen Lambic straight aus dem Fass, dann kannst du fast Essig trinken. Also das ist schon, das ist schon für sehr, sehr Geforderte, wo auch ich mir manchmal meine Frage stelle, warum? Okay, alles klar, danke. So, die Astrid hat auch noch die Hand gehoben. Ja, ich finde für diese Beschreibung habe ich sehr genossen, lieber Uwe, muss ich wirklich sagen. Das ist ja eine Herzensstory gewesen und dafür finde ich das viel zu billig. Du weißt doch gar nicht, was es kostet. War das nicht in dem Preis, also war das, haben wir nicht die Rechnung schon bekommen? Ja, von uns. Aber noch eine extra Rechnung dann drüber. Okay. Nee, auf jeden Fall ist es jetzt schon viel zu günstig. Aber schöne Beschreibung, wirklich. So kann man das auch weitertragen. In Deutschland lebt ihr ja im Billigland, was Bier angeht. Und jetzt sehe ich viele nicken, aber nicht jeder wird da. Weil ich meine, bei uns sind die Biere so teuer. Ich meine, es kommt halt vor allem und beinahe nur wegen unserer Biersteuer. Die ist ungefähr dreimal so hoch wie in Deutschland. Deswegen steht auch bei uns, da steht auch die Klasse drauf. So wie beim Belgian Birdie steht da S drauf. Das ist die stärkste Klasse. Und da bezahlen wir ordentlich was. Na, was würde das im Shop kosten? Dieses Bier kostet im Shop so 3,20 Euro, 3,50 Euro. Hm. So billig. Ja, es ist wirklich großes Kino. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr schön, unglaublich komplex, unglaublich rund. Und ich finde, dieses Spiel mit dem Essig ist halt auch immer gefährlich. Also du kommst ganz schnell über diese Hürde rüber, wo es dann einfach... Ja, wo man es lieber in Salat kippt. Ja, und, genau. Und das ist wirklich ganz, ja, ganz schön. Ja. Und wenn ihr das jetzt mit einer puren Schokolademousse kombiniert? Ja, hat Nadja schon gemacht und ist begeistert. Ist gerade auf dem Weg in den Himmel. Oh ja, genau. Ja, ich sehe es jetzt hier. Ja. Ja. Ich habe nur mal eine Frage wegen der Stammwürze. 13,6 Plato und dann aber 7,2% Alkohol. Also ich finde, die Stammwürze ist ja dann gar nicht so hoch, ne? Die hätte ich ja dann eher so bei 16 Plato oder so vermutet. Ja, aber mit 7,2% ist doch okay. Das Bier ist ja auch nicht so stark. Ja, gut, aber 7,2 ist ja schon... Ja, weil es schon ist zu machen. Ist zu machen. Liegt aber unter... Ja, ist wirklich ausgereizt, lass mal so sagen. Ja. Aber das ist auch ein bisschen natürlich... wir haben ja auch steuerlich da... Hm. Okay. Ich finde, es kommt trotzdem eine Süße schon auch rüber. Ja. Und es hat diese unglaubliche Schokoladennote auch noch. Also das begeistert mich auch, dieses Spiel zwischen der Fruchtigkeit der Schokolade und dann eben den Essigaromen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ein Traum, sagt der Frage.
wie habt ihr denn die Hefe denn eigentlich in Ardennen gefunden? Also habt ihr da irgendwie einen Tipp bekommen oder seid ihr da mit einem Heferadar? Also wie gesagt, mein ehemaliger Mitbrauer, der kommt aus den Ardennen, aus Durwy, der kleinsten Stadt Belgiens übrigens. Und die haben da jedes Jahr ein Festival von Bier, Käse und Brot. Okay. Und damals hatte ich dann in dieser Region, dann stehst du da auf so einem Festival und wir hatten da auch Kenntnis oder Bekanntschaft gemacht mit verschiedenen Bauern. Und da sind Bauern, die haben relativ große Obstbaumplantagen. Da standen wir dann schlussendlich, weil im Grunde ist es die Obstbaumplantage, die es macht. Und ja, da sind es vor allem Äpfel. Aber das funktioniert ganz gut, weil die Äpfel auf ihren Blättern und Schalen relativ viel von diesen wilden Hefen festhalten und die auch wieder verspreiten, also abgeben. Und da konnte man das machen. Also in den belgischen Tannenwäldern oder so hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Oder anders, ja. Da kann man gut vorstellen, dass das an Obst auch anhaftet, sowas. Ja. Ja, Flo, du hast noch mal eine Frage. Fruchthäfen eigentlich, die hier das Bier kennmerken. Mhm. Und wir haben jetzt hier in Holland haben wir auch eine relativ große Region, wo Früchte angepflanzt werden und geerntet werden. Und das ist unser nächstes Projekt, dass wir halt da was machen. Da ist auch eine von den einzigen großen Cider-Herstellern mit dem wollen wir eigentlich was zusammen machen, weil der ja eigentlich seine ganzen Produkte da offen vergehen lässt. Hm. Ja. Okay, der Flo hat noch eine Frage. Ja, mich würde interessieren, gerade bei so einer kleinen Brauerei oder relativ kleinen Brauerei, wie handhabt ihr das jetzt? Das Bier, was wir aktuell gerade haben, mit halt, sag ich mal, wilden Hefen, Bretts, wahrscheinlich ein paar diastatische Hefen, die ihr euch da eingefangen habt. Wie trennt ihr das dann in der Flaschenabfüllung gegenüber dem Triple zum Beispiel, dass ihr andere Biere nicht infiziert? Wie trennt ihr das? Also jetzt wie zum Beispiel dieses. Das wird ja, wie gesagt, von jedem Rotweinfass zum Rotweinfass irgendwo weitergeführt. Die stehen bei uns in einem ganz anderen Gebäude als unsere Brauinstallation. Weil sonst bekommen wir Kreuzinfektion und das wollen wir natürlich nicht. Also da müssen wir schon ganz, ganz gehörig aufpassen. Und dann hast du eigentlich verschiedene Sachen. Wir machen ein paar Sauerbiere, nicht so viel. Und da haben wir wirklich ein ganz apartes Eck, wo wir die stehen haben, wo wir die Holzfässer stehen haben. Und das machen wir nur da. Hm. Wir machen auch kein Kettelsauer oder so. Da trauen wir uns dann auch nicht ran, weil wir halt mit unserer Anlage, die ist so klein und so kompakt, dass wir denken, naja, das ist dann vielleicht doch zu viel. Das heißt, traditionell Bier brauen und dann wild vergären, aber woanders. Okay. Und das zieht sich durch quasi bis zur Flaschenabfüllung. Die genau. Habt ihr dann auch getrennt, okay. Und der Abfüller, der ist so klein, der ist kompakt, den können wir halt rüber schieben und danach ist halt sauber, sauber, sauber machen. Okay, alles klar, danke. Cool. Ja. Der Brauer als Putzfrau. Genau. Ja. Putzen, putzen, putzen. Dann würde ich sagen, machen wir unser letztes Bier, außer es hat noch jemand Fragen. Gerade nicht so. Dann wird es jetzt spannend, weil wir haben jetzt ja ein Bier ohne Etikett. Also deswegen gerne mal einschenken, gerne mal riechen, verkosten und dann sammeln wir vielleicht mal die sensorischen Eindrücke und dann könnt ihr ja mal tippen, um was für ein Bierstil es sich handelt und dann kann der Uwe ja auflösen, was er sich dabei gedacht hat. Wenn er sich was dabei gedacht hat. Mal gucken. Tue ich nie. Thank you.
Also vom Geruch her hätte ich jetzt erstmal so aus der Flasche und aus dem Glas, ohne die Farbe zu sehen, so tatsächlich in Richtung Witbier getippt. Olaf, Ehrenrunde, nachsitzen. Ja, weiß ich nicht. Ja, war so. Schimpf mal den armen Olaf nicht. Also man kann immer so ein gewisses Ausschlusskriterium machen. Das Schöne ist, wir sehen ja unser Bier. Genau. Und, deswegen habe ich ja gesagt, ohne die Farbe zu beachten. Ah, okay, gut. Dann ist ja alles gut. Das heißt, du hast fruchtige Aromen, eine Frische hast du wahrgenommen. Genau, ich habe erst an der Flasche gerochen und dann habe ich, als ich das Glas geschüttet habe, gesagt, wow, das ist ja dunkel. Ich habe jetzt ein helles erwartet. Oder ein ne? Zumindest vom Geruch her. Ja, ein bisschen gewürzige Aromen kann man durchaus auch sehen. Das Markus, du kannst würzige Aromen sehen. Naja, riechen. Ah. Es ist schon spät und wir haben schon ein paar Bierchen hinter uns. Unter anderem eins mit 9%, du erinnerst dich. Ja. Ich erinnere mich, ja. Geht das so ein bisschen in Richtung alt? Mhm. Da bin ich voll dabei. Ja. Also eher so Richtung Sticke. Bisschen hopfiger als normales Alt. Ja, aber es ist witzig auch, das sind so schöne, dichte, süße Marzipane, also so Rosen, Rosennoten drin. Mhm. Also ist auf jeden Fall ordentlich Alkohol drin. Ja, es klebt richtig, ich wollte gerade sagen. Mhm. Ist ja, aber also ich weiß nicht, also kleben finde ich jetzt nicht exakt. Es ist schön dicht. So, also es ist nicht klebrig, süß, stringierend, sondern ich glaube, er meint am Glas klebend, oder? Das hat er, glaube ich, gemeint. Ah, okay. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Also da klebt es auf jeden Fall, ja. Genau, Glas meinte ich. Ja. Jetzt nicht in der Viskosität in seinem, sondern tatsächlich so, dass halt der Alkohol drin ist. Mhm. Oh. Also ich hätte es jetzt tatsächlich ich hätte es tatsächlich jetzt stärker erwartet. Also ich hätte jetzt vom reinen Schauen her, ohne dass es im Glas war, hätte ich gesagt, einen Stout, irgendwas Fassgelagertes. Aber jetzt im Glas ist es eher doch ein bisschen anders. Aber Stout kommt schon hin, finde ich. Ja. Im Schaum her aber nicht, weil der ist nicht cremig. Also da ist kein Hafer drin oder sowas, ja? Nee, es ist nicht so von der Viskosität her als an solches. Es ist halt eben ein bisschen anders. Also so Porter-mäßig, so ein bisschen. Ja, man kann so einen Stout ja auch stärker einbauen. Ja. Was Süßeres auf jeden Fall. Also. Ich wäre eher bei einem Double, nee. Muss ich sagen. Mhm. Gar nicht. Ja, also ich würde auch sagen, so Imperial Porter. Ja, genau, Imperial sowas Porter. In die Richtung. Genau, Süß-Porter, Coffee-Porter oder so. Aber ja, weil es bleibt halt schön schlank, also auch wenn es so dicht ist und cremig und samtig und genau. So auch angenehm die Zunge belebt, das ist dann, es geht aber auch wieder weg, also es löst auf. Ist vor allen Dingen auch nicht so bitter. Also es ist eher richtig schön, diese süßlichen Aromen und man kann es noch sehr gut trinken, auch wenn wahrscheinlich viel Alkohol drin ist. Was denkt ihr, wie viel Alkohol? 11%. Ja. Ist jetzt auch so 10, ja. 11, zweistellig. 7,2. Wer sagt 7,2? Ich. Ich hätte 8 getippt. Ich überbiete Olaf mit 5,3. Ich finde, das schmeckt extrem nach dem Young Adam. Das ist das Brown Ale von Clucking Hen. Und das hat 7,1%. Und, dieses hat 7,5. Yes. Aber gut, ordentlich, Olaf. Aber schon Bittereinheiten ordentlich, oder? Ja. Aber genau wegen den hohen Bittereinheiten und wegen diesem durchaus sehr hopfigen würde ich das halt auch eher in die American Brown Ale Ecke oder Imperial American Brown Ale Ecke
stecken. Brown Ale, ja. Oder ein Imperial Stout, ganz einfach. Ja. Aber da fehlt mir so ein bisschen, da ist mir zu wenig röstig, zu wenig, ja. Also zu wenig Stout, Schokolade, zu wenig Kaffee. Genau. Nee, ich habe halt Porter gemeint, weil es eben auch dann so schlank wirkt. Ne? Also weil das Imperial Stout müsste eigentlich noch satter sein und es ist eben ein schlankes Bier. Imperial Brown Ale passt auch gut, ja, finde ich auch. Und es versteckt halt dann auch den Alkohol. Also 7,5 ist ja, also das versteckt den Alkohol. Und ich habe ja gedacht, es ist viel mehr drin, weil ich mir schon gedacht habe, dass das so gemein ist, ja. aber dass es dann doch so ist, oh, jetzt kommt die Regierung rein. beim Uwe da hinten. Das ist bestimmt so ein Altbier-Stout-Hybrid, ne? Also ein eigener Bierstil vielleicht. Also ich bleibe in der Richtung beim Altbier. Naja, Altbier ist natürlich wesentlich schlanker. Was den Umami-Anteil angeht, ja, deutlich, logisch. Den findest du da zurück. Ist es nicht, aber man könnte schon auf, lass mal sagen, ein Altbierbock oder so. Mhm. Eine Sticke. Ja, eben, deshalb ja Sticke, ja, genau. Ja, Sticke kommt hin, ja, das stimmt. Ja, ja, und die Sticke hat auch so eine Bittereinheit und auch so eine Hopfigkeit, aber ist von der Farbe her nochmal ganz anders. Also ein Altbier wäre nicht so dunkel. Ja, deswegen eher Porter, ne, Holger? Genau. Porter, also, aber ich bin jetzt beim Flo irgendwie dann doch, also... Ja. Weil ja, durch die Bittereinheiten und so. Und es ist, hat schon so was Amerikanisches irgendwie. Es hat also, was Amerikanisches. Und warum, Holger? Warum? Ja, warum? Naja, schon eben, weil es eben, eben diese Hopfigkeit hat, diese genau. Bittere hat. Ja? Aber welcher Hopfen? Genau, ich finde, na, persönlich auch, was du sagst, genau das war auch meine Idee, dieses Amerikanische. Und das hat halt diese Hopfengeprägtheit. Und die kommt für mich persönlich durch, was ich den Godfather von den amerikanischen IPA-Sorten nenne. Das ist ein Cascade. Ein Cascade, ja. Mhm. Ja, dieses Bier ist mit Cascade Hopfen gestopft. Aber die typischen Cascade-Hopfenaromen von den Pale Ales und so weiter hat man ja da nicht. Man hat ja eher, also ich denke da eher an den, ja, verzeiht mir, den feuchten Waschlappen vom Altbier. Ja, okay, das Problem ist kein Problem. Was du hast, ist natürlich eine Interaktion mit den Malzen. Wenn du jetzt hier ein Pale Ale brauchst, dann kommt der Cascade ganz anders rüber, was mit diesen dunklen Röstaromen von diesem Malz. Es gibt ja jetzt diesen, ich meine, IPAs kennt ihr in 100.000 Bierstilen inzwischen. Mhm. Ja. Ich glaube, inzwischen haben wir, wenn wir irgendwo beim Wettbewerb sind und wir müssen Biere testen, haben wir inzwischen, glaube ich, 35 verschiedene IPAs oder so. Markus, du kannst mich korrigieren, aber so. Auf jeden Fall, ja. Und eins davon ist das Black IPA. Und der Vorläufer oder eigentlich die Geburtsstunde vom Black IPA war dieses Cascadian Dark Ale. Und genau das habt ihr im Glas eigentlich. Mhm. Cascadian Dark Ale. Es ist ein dunkles Ale, obergärig, mit ganz, ganz, ganz schweren gebrannten Malzen, die darin sind, und dann trocken gehopft. Ich habe ja wirklich nur noch so ein Drittel Fingerhut im Glas, und jetzt kommen so Tabaknoten richtig hervor. Also man aber muss Black da vielleicht IPA, noch mal dazu. Also, habe ich sogar dran gedacht, also ehrlich gesagt, ein Black IPA, aber habe ich nicht gesagt, weil ich gedacht habe, also ein Holländer Black IPA. Irgendwie auch komisch, aber du bist ja auch ein Deutscher. Ja, aber wir haben so alles ganz komisch.
Wir haben diese Woche die Diskussion mit Henri gehabt, dass es eigentlich Black IPA ist eigentlich nicht so richtig von der Begrifflichkeit. Ja? Also nee, absolut nicht. Das ist ein totaler Blödsinn eigentlich. Aber es gibt ja diese Ausprägung. Aber mir gefällt es jetzt auch mit dem Cascadian Dark Ale. Das finde ich cool. So. Ja, vielleicht Entschuldigung, Uwe. Meiner, du hast so recht. Also, ich habe hier, und das ist ganz witzig, ich habe hier einen Text vorbereitet, den habe ich in der Brauerei geschrieben, wo ich über diesen Unsinn eigentlich einen Bericht schreiben will von der Namensgebung. Wie kann ein Pale Ale, ein helles Ale, black sein? Ja. Black Pale Ale, Black India Pale Ale, ist eigentlich eine Absurdität in sich. Ja. Wir haben noch einen Brauer in Berlin, der führt das noch mal absurder. Der packt noch einen Rye davor. Genau. Der sagt dann Rye Black IPA, wo du sagst so, oh Gott. Ja, also so. Aber es ist ein geiles Bier. Naja, das ist auch ein geiles Bier. Ja, also. Um Gottes Willen, darum geht's nicht. Aber wir müssen ja nicht über Begrifflichkeiten streiten. Also das Wichtigste ist, dass der Kunde das Bier trinkt und im ersten Moment merkt, ja, es passt. Und dann so, ja, was ist denn das eigentlich? Und wenn dann drei, vier Begriffe, was, Rye, Black, IPL stehen, was ist es denn letztendlich? Ein hopfenbetontes dunkles Bier mit einem Aromahopfen. Richtig, aber das fällt ja, guck mal, also wir sind jetzt hier 20 Leute fast. Ja, und es fällt den Leuten schon, also es ist nicht so ganz einfach. Also Uwe hat es auch sehr spannend gemacht, vielen Dank dafür. Ja, also nicht sofort aufgelöst, sondern uns da wirklich ein bisschen geführt, aber so, wir waren da echt mutlos. Ja, und das ist das Geile. Und der ein oder andere kennt es auch aus Vancouver, das White Stout, ja. Das ist genau so ein Mysterium, wo du sagst, du riechst was, aber du siehst es nicht. Also das ist halt so eine coole Geschichte. Und um das begreifen zu können, muss man sich halt da auch noch ein bisschen mehr mit diesen Braustilen eben auseinandersetzen. Und daher finde ich das eigentlich relativ gut, dass man auch sowas dann macht und dass man vielleicht auch sich ja nur mal kurz innehält. Also darum geht es eben. Ist die gewählte Begrifflichkeit eigentlich treffend oder ist man dann sozusagen über das Ziel hinausgeschossen? Darum geht es eigentlich. Ich wollte noch ein bisschen was ergänzen zu dem Hopfen. Gerne. Weil das wirklich Cascade ist so ein Thema, was die Leute immer unterschätzen. Also man kennt dieses Zitrusaroma und die süßen Früchte und das ist das, was im IPA sich halt wirklich megamäßig ausprägt. Aber wenn man das dann mit dem Malz vereint, dann kommt das hier. Dann kommen die dunklen Beeren, dann kommt Karamell und dann kommen diese holzigen Aromen. Und dann kann der Cascade eben auch mal anders. Und das ist ganz spannend. Also das ist durchaus auch was damit zu tun hat, wo rein tue ich den und wie verbinden sich die Aromen dann eben damit. Und das finde ich hier wirklich ganz spannend. Also toll. Kann ich nachher auch noch kurz was in der offenen Runde kurz zu sagen, weil wir ein neues Projekt in der Brauerei haben. Und das kommt dieses Thema gerade sehr, sehr gut dazu, mit dem Cascade und diesen Aromen, dass es auf den Bierstil ankommt und woher das rauskommt, weil wir haben da noch was. Ich habe da noch was drin. Meine hat jetzt mal kurz vorher per WhatsApp gefragt, ob es noch eine offene Runde gibt. Ich habe es kurz noch mit dem Haushalt gemacht. Ich habe da noch kurz was angeteasert und da will ich kurz was dazu sagen, weil Hopfen und Bierstile ist also für mich als Technologe ist es immer ganz schwierig. Den Hopfen kann man nicht einsetzen wie so ein Magifix. Du hast dich so. Und der größte Bastard ist immer noch Polaris. Den kannst du nicht in ein Bier reinschmeißen. Also der kommt nur in 60, 70, 90% der Biere kommt der überhaupt nicht raus. Und beim Cascade, wie du gerade sagst, sehr schön, Markus, wenn du den in ein anderes Bier reintust, ändert der Hopfen seine Präferenz. Und ich meine, das ist für mich als mein Berufsstand sehr, sehr gut, dass man nicht nach Magifix sagt, ja, ein bisschen Cascade, ein bisschen hier, ein bisschen da und dann läuft das. Aber das ist das schöne Gespür. Ich hab leider die Biere nicht da wegen der Logistikpanne. Aber Uwe, ich hab die Dinger gespürt und ich komme mal vorbei auf jeden Fall. Aber dann brauchst du auch Fritten.
Aber es ist ganz genau, wenn der Uwe die anderen mit einem anderen Bier einsetzt, dann schmecken die anders. Klar steht da Cascade hinten drauf, klar ist es ein dunkles Bier, aber in einem dunklen Bier kommt ein Cascade völlig anders raus. Und schön, Markus, dass du es gerade nochmal rausgearbeitet hast. Dankeschön. Ja, also Uwe, vielen, vielen Dank. Das hast du uns schön geführt und ein bisschen entführt. Und ich muss auch sagen, also am Ende war ich von dieser Idee von Sticker eigentlich sehr überzeugt. Und ich meine, gut, vielleicht ist es auch gar nicht so weit weg. Also wenn man sich grundsätzlich überlegt, was ist das? Na, ich meine, das historische Brown Ale ist das, was es in ganz Europa gab, bevor man Lagerbier gebraut hat. Und wenn man das eben kräftiger einbraut, dann ist es in Düsseldorf die Sticke und in den Niederlanden ist es halt der Bock. Aber das ist schon spannend. Also mit dem Cascade hast du dem Bier wirklich eine tolle Wendung gegeben, was dann eben nochmal die Aromatik ganz anders befeuert. Also sehr, sehr schön. Coole Sache. Cool. Okay, gibt es noch Fragen an den Uwe? Fragen zu diesem Bier? Eine hätte ich. Und zwar braucht dieses Bier auch eine gewisse Lagerzeit, so wie beim Stout oder Ähnliches? Also ich finde persönlich, dass diese Biere, weil dieser Cascade, du sagst ja immer beim IPA, frischer, besser. Aber dieser Cascade, der entwickelt hier ein ganz anderes Aromaprofil. Und wenn du den etwas liegen lässt, also abschwächst, dann liegt er besser im Bier. Also dieses Bier ist schon 5 Monate alt. Einfach, weil ich dann denke, dass dann der Hopfen besser mit der Malzschüttung harmoniert. Ich würde jetzt in diesem Fall mit so einer dunklen Schüttung, mit so viel Röstaromen, den Cascade nicht ganz frisch rausgeben. Dann wird er kratzig, finde ich persönlich. Ja. Also dieses Bier ist etwas leicht gereift, lass mal so sagen. Danke. Wunderbar. Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich nämlich in die berühmte offene Runde übergehen, die Aufzeichnung beenden und mich natürlich bei allen bedanken, also allen voran natürlich bei unseren Gästen, so sie noch da sind, der Stefan, der Tobias, der Uwe und ja, unseren ersten Gast haben wir ja schon verloren, aber aus gutem Grund. Und dann natürlich bei euch, Meinhard und Holger, für die Mitorganisation und die natürlich die Gäste und alles drumherum und bei allen anderen für die Teilnahme und freue mich natürlich dann, wenn wir uns in 4 Wochen ungefähr zur nächsten Masterclass wiedersehen und hoffe, dass das Programm heute einen guten Auftakt erfahren hat. Und grundsätzlich, wir freuen uns natürlich immer über Feedback, also schreibt uns, wenn euch etwas gefallen hat und wenn euch etwas nicht gefallen hat und dann können wir darauf auch reagieren und das Ganze für euch noch spannender machen. Naja, und auch herzlichen Dank an dich, ne? Also das muss ja auch gesagt sein.